So, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an. Wir warten noch auf eine Sprecherin, aber die wird gleich um die Ecke biegen. Nehme ich mal an, Rena Tangens aus Bielefeld, die auch die Privacy Card und die Big Brother Awards organisiert in Deutschland. Dann Carsten Pohle, willst du dich kurz vorstellen? Okay, gut. Mein Name ist Sarah Spiekermann. Ich habe an der Humboldt-Universität gerade promoviert und hatte eben dort so das Thema Electronic Privacy und Privacy-Technologien im Internet als ein wesentliches Hauptthema. Und vor dem Hintergrund möchte ich heute diesen Vortrag halten. Ja, also was ist eigentlich die Motivation gewesen, überhaupt diesen Vortrag zu halten? Wir setzen uns ja im Club relativ viel immer mit den Sicherheitsfragen auseinander und Lauschangriff und Abhören, und gleichzeitig wird sehr, sehr häufig vernachlässigt, dass eigentlich, wenn man im Internet surft, wenn man im Internet etwas kauft, Firmen sehr komplexe Profile von Nutzern anlegen. Das heißt also, dass wir eigentlich permanent überwacht werden von, nämlich von Unternehmen mit kommerziellen Interessen, die das Thema, was wir heute hier ansprechen wollen und worauf wir einfach mal hinweisen möchten. Worum geht es inhaltlich? Also ich werde jetzt erstmal eine halbe Stunde einen Vortrag halten zu diesen Themen. Einmal, warum, was machen eigentlich Firmen, was ist die Motivation, Kundendaten zu sammeln, wie werden Kundendaten gesammelt und was wird aus ihnen gemacht. Dann die Konsumentensicht, also die Nutzersicht, wie gehen Leute damit um, welchen Blickwinkel haben sie auf ihre Privatsphäre, inwiefern haben sie Angst, im Internet ihre Privatsphäre einzubüßen. Und im Endeffekt möchte ich auch noch abschließend auf Privacy-Technologien und Schutzmöglichkeiten eingehen. Danach wird Carsten 20 Minuten einen Vortrag halten zum Thema Data Mining. Data Mining ist ja die Art und Weise, wie im Prinzip Kundendaten dann analysiert werden, wie Profile, wie Wissen aus Daten generiert wird. Und dazu wird Carsten uns einige technische Details und Analysedetails erzählen. Und zum Schluss kommt Rena Tangens noch aus Bielefeld, die dann die Privacy Card vorstellen wird. Die Firmensicht. Also ich fange einfach mal an mit einer Übersicht darüber, was eigentlich Firmen mit Kundendaten anfangen können. Im Moment sind wir in einer Phase, in der Firmen hingehen und wirklich versuchen, ein Maximum an Kundendaten zu sammeln, also Logfiles, Transaktionen, Callcenter, Beschwerden von Kunden. Was können Firmen eigentlich mit diesen Daten anfangen? Sie sehen hier eine Übersicht, und diese Übersicht ist in Englisch, ich denke, das dürfte kein Problem sein. Wir haben hier interne Nutzungsmöglichkeiten von Kundendaten und externe. Intern bedeutet, dass die Firmen, was können Firmen intern, also im Unternehmen mit Daten anfangen? Das eine ist Service-Differenzierung. Das heißt also, man schaut sich an, zum Beispiel in welchem Produktlebenszyklus befindet sich ein Kunde. Wie viel gibt er eigentlich im Unternehmen aus? Oder wenn man Produktlebenszyklus spricht, ist, hat er gerade einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen oder läuft sein Vertrag vielleicht gerade aus und wir müssen ihm ein neues Angebot machen. Das heißt also, man beobachtet den Kunden in seinem Ausgabeverhalten und auch in seinem Umsatzverhalten. Also man schaut, wie viel ist der Kunde für uns wert. Und natürlich, desto mehr wert ein Kunde für ein Unternehmen ist, desto besser möchte man den Service gestalten. Oder man kann es auch umgekehrt sagen, desto schlechter ein Kunde ist, desto weniger möchte man eigentlich für ihn ausgeben. Und damit kann man natürlich Kosten sparen und deswegen analysiert man Kunden sehr gerne. Dann gibt es die Produktdifferenzierung. Das heißt also, besser wäre vielleicht das Wort Angebotdifferenzierung. Das heißt also, ein Kunde hat ein Buch von einem Autor, von Neal Stephenson gekauft und damit weiß dann das Unternehmen, aha, derjenige interessiert sich also für Science Fiction. Und dann geht man hin und sagt, wenn er sich für Science Fiction interessiert, dann kann ich dem auch zum Beispiel Bücher von Bruce Sterling anbieten oder von Douglas Adams. Also das ist so, man geht also hin und versucht, Ähnlichkeiten zu identifizieren und dann dem Kunden das richtige Produkt anzubieten. Das nennt man im Jargon der Betriebswirtschaftler Cross-Selling.
Und dann haben wir noch Upselling. Das heißt also, Sie haben vielleicht eine Krankenversicherung oder ein anderes Paket mit einer bestimmten Serviceleistung gekauft im Unternehmen. Und jetzt denkt das Unternehmen, naja, wenn er das schon gekauft hat, dann wird er vielleicht auch noch ein Zusatzpaket nehmen, wo man ihm noch zusätzliche Leistungen anbietet. Das nennt man dann Upselling. Und schließlich gibt es noch etwas ganz Fieses, aber damit sind doch schon einige Leute auf die Nase gefallen. Das ist die Preisdifferenzierung. Und wenn Sie häufiger mal bei Amazon gekauft haben, dann wissen Sie, dass Firmen so etwas tatsächlich machen. Das heißt, wenn Sie Student sind, dann profitieren Sie vielleicht davon, dass Sie günstigere Preise für Bücher bezahlen. Aber wenn Sie vielleicht Unternehmer sind und die Firma Amazon das herausbekommen hat, dann müssen Sie für ein Buch etwas mehr bezahlen. Ich kann dazu empfehlen, mal so auf eine Suchmaschine wie PriceScan zu gehen und sich anzuschauen, zu wie viel D-Mark ein bestimmtes Buch auf dem Internet verkauft wird. Sie werden sehen, Amazon bietet Ihnen einen günstigen Preis. Wenn Sie sich dann über Ihren eigenen Rechner einwählen, wo schon ein Cookie gesetzt worden ist, dann werden Sie feststellen, dass Sie möglicherweise einen höheren Preis für das gleiche Buch bei derselben Firma Amazon bezahlen müssen. Das ist Preisdifferenzierung. Allerdings darf man hier auch nicht zu viel Ängste wecken. Also wir haben eine Befragung von Unternehmen durchgeführt, Großunternehmen, Yahoo, AOL, Lufthansa, Metro. Wir haben also wirklich die Großen befragt und gefragt, ob sie Preisdiskriminierung machen. Und Amazon hat schon sehr schlechte Presse mit diesen Praktiken bekommen. Und deswegen sagen Unternehmen heute, naja, wir würden das natürlich gerne machen, aber es besteht eben die Gefahr einer schlechten Presse. Und deswegen schrecken Firmen aus Imagegründen vor diesen Praktiken zurück. Letztendlich gibt es noch die Möglichkeit, Daten nicht nur zu sammeln, um die eigenen Produkte und Services zu differenzieren, sondern auch um Daten zu verkaufen. Das ist immer das Schreckgespenst der Datenschützer. Meine Daten werden verkauft, sie werden gepoolt, es werden Psychogramme von Leuten, von Firmen, von kommerziellen Anbietern erstellt oder von irgendwelchen Drittparteien, die ich nicht kenne. Und ja, irgendwelche Leute wissen irgendetwas über mich. Naja, wir haben die Firmen ja befragt. Es ist tatsächlich so, dass es Adresshandel gibt. Es gibt Firmen, die davon leben, wie zum Beispiel Schober, dass sie durch Stadtviertel fahren und schauen, in welcher Gegend die Leute wohnen und sagen, na, die Hansestraße XY, das ist ein Luxusviertel und die Biedermeierstraße ist eben ein Armenviertel. Und mit dieser Information können dann Firmen ihre Angebote differenzieren. Das heißt, Sie können beispielsweise, wenn jemand aus der Armenstraße anruft, sagen, naja, dem schicken wir den Katalog lieber nicht zu, weil der kauft sowieso nicht bei uns. Oder der will über Kreditkarte bei uns im Internet was kaufen, aber der ist ja eigentlich gar nicht kreditwürdig, denn der wohnt ja in dieser oder jener Straße. Also solche Art von Pooling wird gemacht und dieses Pooling ist möglich deswegen, weil es für Daten einen Markt gibt, weil eben solche Daten gesammelt und verkauft werden. Trotzdem muss man auch dazu sagen, dass man auch sehr leicht heute in den Diskussionen überschätzt, wie viele Daten eigentlich wirklich wert sind. Also ein einzelner Datensatz ist nicht mehr als 50 Pfennig wert und gleichzeitig, desto mehr Anbieter es natürlich von Daten gibt, desto geringer sind sie im Endeffekt wert. Außerdem, und das ist, glaube ich, auch noch ein sehr wichtiger Punkt, die Daten, die ein Unternehmen von seinen Kunden sammelt und aufbereitet, zum Beispiel, welche Produkte hat der Kunde bei uns gekauft, welche Präferenzen hat er, welche Keywords hat er in Suchmaschinen eingegeben, diese Profilinformationen, wenn Firmen über solche Profile verfügen, und zwar in strukturierter Form, dann ist das im Endeffekt für diese Firmen ein Wettbewerbsvorteil, weil sie können ihre Kunden direkt und zugeschnitten, wie im Tante-Emma-Laden, persönlich ansprechen. Die Firmen haben kein Interesse, solche hochwertigen Profile zu verkaufen, weil sie müssten ja davon ausgehen, dass solche komplexen, ja, wissenden Profile bei den Kunden in die Hände der Wettbewerber gelangen. Das heißt, hier ist eigentlich der Anreiz, diese komplexen Profile zu verkaufen, ist relativ gering. Das ist auch ein Ergebnis der Studie, die wir gemacht haben mit den führenden Anbietern weltweit.
Gut, jetzt möchte ich ganz kurz, ganz schnell durchgehen durch die Ideen der Personalisierung oder des Customer Relationship Management. Was ist das eigentlich, was machen Firmen? Ist das Vokabular? Ich denke, wir in der Privacy-Gemeinde müssen immer wissen, was ist das Vokabular der Firmen? Damit, wenn wir sie treffen, wenn wir mit ihnen diskutieren und argumentieren, müssen wir wissen, wie denken die, wie reden die. Wir haben also hier einen Personalisierungszyklus, das heißt, hier redet man von Profiling, Mining, Matching und dann personalisierten Angeboten. Sprich, ich sammle Kundendaten, dann versuche ich Kunden in Segmente einzuordnen, also zum Beispiel die reichen Senioren oder die armen Studenten oder die jungen Luxusdamen und dann gehe ich hin und versuche diesen Leuten die richtigen Angebote zu machen. Das heißt, ich versuche das eigene Produktangebot, was ich habe, beispielsweise sagen wir mal hochwertigen Schmuck, dann gehe ich natürlich hin und möchte diesen hochwertigen Schmuck, matche ich dann mit meinem Profil und biete den eben den jungen Luxusfrauen an. Das ist dann die personalisierte Offer. Gut, ganz kurz, welche Daten werden dafür verwendet? Ich habe noch mal ganz kurz zusammengefasst, welche Daten eigentlich über das Internet gesammelt werden können. Über den Browser übertragen wird natürlich die IP-Adresse. Über den Domainnamen kann man in der Regel zurückführen, wo kommt jemand her. Also zum Beispiel haben Sie sicherlich schon festgestellt, wenn Sie bei Amazon Bücher kaufen, weiß Amazon, wenn Sie von der Humboldt-Universität kommen oder von einer anderen Universität, dass Sie dort herkommen. Das geht über den Domainnamen. Dann gibt es natürlich Browserinformationen, aber viel interessanter und wichtiger sind eigentlich noch die Informationen, die über Suchmaschinen gesammelt werden. Und darüber möchte ich gleich nochmal sprechen. Wie können Firmen im Prinzip auf den User zurückgehen? Das ist vor allem über Cookies, Globally Unique Identifiers, Webbugs und individuelle IDs. Ich möchte darüber Details eigentlich nicht eingehen, weil Sie können sich diese Präsentation auf dem Netz runterladen und dazu nochmal nachlesen. Ich möchte eigentlich eher die Story erzählen, wie denken Firmen, dass man über zum Beispiel, wenn man ein Cookie auf den Rechner setzt, verknüpfen kann, wenn der Kunde wiederkommt und damit sein Surfverhalten über mehrere Sessions zusammenführen kann. Darauf kommt auch nochmal Carsten Pohle zu sprechen. Über das Internet hinaus sammeln Firmen auch andere Kundendaten. Zum Beispiel, wenn Kunden im Callcenter anrufen oder wenn Kunden wie bei Karstadt etwas mit ihrer Kundenkarte einkaufen. Und natürlich über das Internet. Also es gibt verschiedene Zugänge, die Firmen benutzen, um von den Kunden ein aussagefähiges Profil zusammenzustellen. Wenn Sie zum Beispiel eine Lufthansa Miles und More Karte haben, Lufthansa ist ein Unternehmen, was in diesen Praktiken sehr weit fortgeschritten ist. Bei der Lufthansa gibt es ein zentrales Data Warehouse und da steht zum Beispiel drin, wann ist ein Kunde wohin geflogen, hat er sich beschwert, hat er umgebucht und über diese Informationen wird dann im Endeffekt ein Profil von dem Kunden erstellt. Und dieses Profil hat aber zwei Seiten. Das eine ist natürlich die Umsatzseite, das andere ist aber auch die Kostenseite. Das heißt, wenn Sie viel fliegen, aber Sie beschweren sich jedes Mal, wenn Sie fliegen, Sie buchen jedes Mal dreimal um, dann verursachen Sie so viele Kosten, dass sich möglicherweise Ihr Umsatzverhalten der Gewinn, der für den Kunden, für Sie dann übrig bleibt, nicht so hoch ist. Nächster Punkt, auf den ich eingehen möchte, und das muss ich vorher erklären, sind sogenannte Loyalty Villages. Das heißt also, dass nicht nur ein Unternehmen Daten von den eigenen Kunden hat, sondern dass sich ein Unternehmen, wie zum Beispiel die Lufthansa, zusammenschließt mit anderen Unternehmen, wie Autovermietungsfirmen, Hotels, und dass diese Unternehmen dann ein sogenanntes Loyalty Village bilden und über eine Karte, wie Payback oder Lufthansa Miles & More Karte, das Ausgabeverhalten bündeln. Das heißt also, dass die Lufthansa dann zum Beispiel Einsicht gewinnt, nicht nur in wie viel häufig fliegt der Kunde, sondern auch in welchen Hotels wohnt er, welchen Typus von Auto leistet er sich und dann mit diesen
gebündelten oder gepoolten Profilen kann man eine noch sehr viel tiefere Einsicht gewinnen in das Umsatzpotenzial und auch das Segment des Kunden. Man kann betriebswirtschaftlich unterscheiden zwischen verschiedenen Arten des Poolens. Man kann also sagen, wir haben ein nicht gepooltes Profil, das heißt zum Beispiel Lufthansa sammelt nur von sich selbst. Wir haben ein Pool-Profile und ein Market-Basket-Profile. Ein Pool-Profile wäre, wenn also die Lufthansa andere Reiseunternehmen mit sich zusammenführt, also Stichwort Autovermietung und Hotels. Aber ein Market-Basket-Profile geht über diese Art von Pooling noch weiter hinaus. Das bedeutet also, dass die Lufthansa sich vielleicht noch zusammentut mit der Telekom, mit der Metro. Also das ist zum Beispiel das typische Payback-System, das wir in Deutschland haben, zu dem Renatanz nachher noch einiges im Detail sagen wird. Beim Market-Basket-Profile ist die Gefahr, wir nennen das Market-Preisbau, das heißt im Deutschen Warenkorb, das heißt, das Unternehmen kann wirklich sehen, welches Umsatzpotenzial der Kunde insgesamt hat. Also möglicherweise gibt er für Telekommunikation viel aus, aber im Prinzip ist er sehr arm und kann sich eigentlich nichts leisten. Und an dieser Art von Wissen sind Firmen natürlich interessiert. Dass Firmen daran interessiert sind, hat auch unsere Befragung von diesen, das waren insgesamt nur 10 Großunternehmen, aber 10 Großunternehmen, die einen erheblichen Teil des Internet-Traffic abdecken. Und hier konnten wir eigentlich in der Befragung klar sehen, dass Market-Basket-Profiles mit dem höchsten Wert, also der höchste Wert zugeordnet wird. Dann, und das ist sicherlich für die spätere Diskussion noch wichtig, ist, es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Profilen. Das heißt, es gibt identifizierte Profile. Wenn Sie etwas bestellen auf dem Internet, dann hinterlassen Sie ein identifiziertes Profil. Das heißt, die Firma verfügt nicht nur über Ihre Wünsche und über Ihre Transaktion, das Produkt, das Sie gekauft haben, sondern auch über Ihren Namen, über Ihre Adresse. Das ist ein identifiziertes Profil. Es gibt aber natürlich auch Pseudonyme-Profile. Das sind Profile, die Sie bei Anbietern zum Beispiel wie eBay hinterlassen, wo Sie von vornherein Ihr ganzer Bidding-Prozess über ein Pseudonym abgewickelt wird. Oder auch bei Yahoo, wo Sie vielleicht einen Account haben mit einem Pseudonym wie Gandalf oder Mickey Mouse oder was auch immer. Und dann gibt es natürlich noch anonyme Profile, das heißt, Sie gehen auf eine Website, Sie haben überhaupt keine Beziehung zum Unternehmen, Sie haben einfach nur eine IP-Adresse, die sich vielleicht dann im nächsten Jahr auch wieder geändert hat, und das sind anonyme Profile. Und so, es ist wichtig, dass man einfach diese Entscheidung auch berücksichtigt. Denn wir haben in unserer Befragung halt auch herausgefunden, dass identifizierte Profile eigentlich die Profile sind, die Unternehmen möchten. Häufig heute, dazu komme ich später nochmal, häufig ist es so, dass in der Privacy-Gemeinde heute auch Technologien entwickelt werden, die auf die Idee der Pseudonymität abstellen. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Das ist aber ein großes Problem, denn Firmen sind de facto an identifizierten Profilen interessiert, weil sie eine Person hinter ihrer Beziehung haben wollen, weil sie den Kunden direkt ansprechen und anschreiben wollen. Vielleicht für die Techniker hier, es ist auch noch ganz interessant, welche Matching-Technologien eingesetzt werden. Das war ja ein weiterer Schritt in den Personalisierungszyklus. Es werden hier zum Beispiel Content-Based Filtering und Collaborative Filtering-Technologien eingesetzt. Ich sage kurz was dazu. Also Content-Based Filtering, das hatte ich vorhin anklingen lassen, ist, wenn Sie einen Science-Fiction-Roman kaufen von Bruce Sterling, dann ist es abzusehen, dass Sie sich vielleicht auch für ein anderes Science-Fiction-Buch interessieren. Das heißt also, man schließt von der Kaufhistorie auf zusätzliche mögliche Produkte, die den Kunden interessieren könnten. Ganz interessant ist die Collaborative Filtering-Technologie, die am MIT entwickelt worden ist, wo im Prinzip verschiedene Daten von dem Kunden gebündelt werden und sogenannte Ähnlichkeitsmaße errechnet werden.
und dann natürlich noch neuronale Netze. Jetzt komme ich auf die Kundensicht zu sprechen. Also was denken eigentlich Kunden über ihre Privatsphäre? Und inwiefern haben sie Angst, diese Privatsphäre im Internet einzubüßen? Als Hintergrund, wir haben an der Humboldt-Universität eine Studie durchgeführt mit 277 Versuchspersonen. Und wir haben diese Leute dann am Anfang gefragt, im Rahmen eines größeren Fragebogens, inwiefern sie sich Angst machen, ihre Privatsphäre über das Internet einzubüßen. Und hier haben, ich habe jetzt im Endeffekt nur eine Stichprobe von 120 Leuten hier ausgewertet, 70% der Leute sind im Prinzip völlig sorglos. Die haben also überhaupt keine Ahnung, dass sie Daten im Internet, Datenspuren im Internet hinterlassen. Das sind nun Studenten, die befragt worden sind, aber Studenten, die in der Vorlesung Wirtschaftsinformatik sitzen. Studenten, die zu 95% regelmäßig das Internet und E-Mail benutzen. Und hier ist es tatsächlich so, dass 70% der Meinung sind, dass sie sich um ihre Privatheit im Internet keine Sorgen machen müssen. Gleichzeitig gibt es aber immer wieder Studien von allen möglichen Privacy-Organisationen, die besagen, ja, die Kunden haben aber Angst, zum gläsernen Kunden zu werden. Sie machen sich Gedanken über den Verlust ihrer Privatheit, während sie online surfen. Das sind also irgendwie teilweise recht widersprüchliche Erkenntnisse. Wir haben diese 277 Leute nochmal im Detail untersucht und haben geguckt, was sind eigentlich die wahren Ängste der Internetnutzer. Obwohl 70% der Leute behauptet hatten, dass sie sich überhaupt keine Sorgen über den Verlust ihrer Privatsphäre machen, wenn man sie dann konkret fragt und sagt, na, würden sie denn ihre E-Mail-Adresse angeben, würden sie ihre Adresse angeben, würden sie ihren Namen angeben, ihre Hobbys, dann werden die Leute plötzlich stutzig und sagen, nein, das würde ich nie angeben. Also es ist sehr diffus. Wenn man nun diese Auswertung zugrunde legt, dann sieht man bei der Frage, würden Sie dies hier nicht solches angeben, dass tatsächlich schon Ängste bestehen, Daten von sich preiszugeben. Und man kann hier vier unterschiedliche Gruppen differenzieren. Das eine sind die Leute, die immer sagen, ich würde nie was von mir annehmen. Die anderen, die haben wir hier Privacy Fundamentalist genannt. Dann gibt es Leute, die eigentlich nur marginal sich Gedanken machen. Und dann gibt es interessanterweise zwei mittlere Gruppen, nämlich einmal die Leute, die Angst haben, ein Profil von sich zu hinterlassen, im Sinne, die mögen ungern ihre Hobbys und ihr Einkommen und ihre Gesundheitsdaten eingeben, haben aber relativ weniger Probleme damit, sich als Person zu identifizieren. Andere Leute haben nur marginal, also relativ geringere Profilängste, haben aber Angst, ihre Adresse, E-Mail oder sonstige Identifikationsdaten einzugeben. Das heißt also, man kann hier schon klar unterschiedliche Ängste differenzieren. Wenn man sich dieses Slide anguckt, würde man aber sagen, naja, insgesamt gibt es schon irgendwo eine gewisse Grundangst. Also 2 bis 3, 4 sind die eigentlich schon marginal Konzernloser. Und jetzt haben wir was ganz Interessantes gemacht. Auf Basis dieser Vorbefragung, die Leute haben aber keine Ahnung gehabt, dass es hier um Privacy geht. Wir haben ihnen so viele Fragen gestellt, dass sie eigentlich nicht wussten, naja, hier geht es wirklich um Privatsphäre. Wir sind dann hingegangen und haben diese 277 Leute genommen und haben sie in einem Internetshop surfen lassen. Sie haben also Kameras und Jacken auf eigene Rechnung gekauft bei uns in einem Shop, den wir selber gebaut hatten, wo ein virtueller kleiner Kundenberater, also ein Agent, ihm vorgesetzt wird und mit ihnen gemeinsam den Kaufprozess gestaltet. Und dieser Agent hat den Kunden 56 verkaufsrelevante Fragen gestellt, beziehungsweise er hat eigentlich Fragen gestellt, die was mit dem Kaufkontext zu tun haben, aber 30-40% dieser Fragen waren völlig illegitim und unwichtig für den Kaufprozess. Und nun sind diese 277 Personen hingegangen und haben geklickert und unheimlich viele Leute haben gekauft. Ja. Ups, was ist das denn? Entschuldigung.
Das kann man sich also so vorstellen, Sie hatten hier 56 Fragen, Sie hatten jedes Mal die Möglichkeit, Ihre Präferenzen anzugeben und Sie hatten explizit immer die Möglichkeit, dem Agenten, also diesem virtuellen Verkaufsberater, keine Antwort zu geben. Das muss man nochmal als Hintergrund dazu sagen. Und entscheidend ist, wir haben die Leute vorher unterschreiben lassen, dass alle ihre Daten, die sie in diesem Agenten angeben, an eine kommerzielle Drittpartei verkauft werden. Das mussten sie unterschreiben, damit mussten sie sich also auch zurechtfinden. Wir haben ihnen gesagt, na, ihre Daten werden verkauft an eine Partei, die nicht genannt werden will. Und wir lassen ihnen ja immer die Möglichkeit, keine Antwort zu geben. Wie haben sich jetzt diese Herrschaften verhalten, die ja vorher eigentlich dann schon gewisse Concerns und Ängste geäußert hatten? Das ist jetzt eine ziemlich komplexe Tabelle. Aber die Hauptaussage hier ist eigentlich, dass selbst diejenigen, die die größten Ängste geäußert haben, also die Privacy-Fundamentalisten, 78% der Fragen beantwortet haben. Das ist für uns ziemlich erschreckend. Wir haben die Leute ja auch beobachtet, wie die dort saßen und ihr Produkt gekauft haben. Und die kamen da raus und die waren total begeistert. Endlich mal ein virtueller Kundenberater, der ihnen wirklich hilft in ihren Präferenzen und ihnen hilft, das richtige Produkt zu finden. Und dann haben die uns gesagt, was sie mit ihren Fotos machen, ob sie die ins Album kleben oder ob sie die in eine Box tun und ob sie sich technisch auskennen. Und hinterher kamen sie raus und sie haben die besten Noten vergeben für diesen Suchmaschinen und haben gesagt, toll, das ist genau das, was wir haben wollen. Und sie haben sich im Prinzip komplett verraten. Der Trick war dabei natürlich, dass alle Fragen, die der virtuelle Kundenberater gestellt hat, dass die alle was mit dem Produkt zu tun hatten. Naja, ich habe die dann hinterher befragt, so, die kamen also aus dem Raum raus und habe sie gefragt, naja, sag mal, hast du alle Fragen beantwortet? Ja, ich habe alle Fragen beantwortet. Und dann habe ich sie gefragt, ja, warum denn? Und es ist nicht so, dass die Leute gedacht haben, naja, ich bin hier bei der Universität und ich muss das alles anklicken. Die haben mir aus eigener Rechnung gekauft und die haben mir auch ihren Datenverkauf unterschrieben. Also dann kamen dann so Sachen wie, naja, also, wenn ich dem Agenten sage, dass ich meine Fotos in das Fotoalbum klebe, dann wird mir der Agent bestimmt eine tolle Kamera empfehlen. Das waren solche völlig unlogischen Schlussfolgerungen, dass der virtuelle Verkäufer, genauso wie die Frau oder der Mann ins Geschäft geht und sagt zu der Verkäuferin, also ich will eine Kamera von meiner Oma kaufen. Das ist der erste Satz. Und genau das Gleiche machen die Leute auch auf dem Internet. Und die wollen das auch machen. Das andere war, dann kamen irgendwelche Leute, die gesagt haben, na, ich habe euch ja längst durchschaut. Ich habe mir schon von einem virtuellen Verkaufsberater meine Produkte empfehlen lassen, aber hinterher bin ich hingegangen und habe alle meine Antworten wieder gelöscht. Für die Leute, die sich ein bisschen mit Technik auskennen, die wissen ja, dass im Prinzip die ganzen Daten, die sie preisgegeben haben, natürlich in den Logfiles mit drin sind. Gut. Und dann gab es erschreckenderweise eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, nein, das macht doch nichts. Kann doch jeder über mich wissen, ob ich mich technisch auskenne und ob ich, was weiß ich, ein Augenproblem habe und ob ich, was für eine Art von Kamera ich habe. Das kann doch jeder über mich wissen. Und ich habe ja sehr viel mit Leuten diskutiert im letzten halben Jahr über diese Thematik und es gibt einfach unheimlich viele Leute, die sagen, das kann doch jeder über mich wissen. Und dann gibt es Leute, die sagen, und das ist übrigens nicht nur bei Leuten, die keine Ahnung von Technik und Internet haben, sondern es gibt auch eben hier in der Sicherheitsgemeinde unheimlich viele Leute, die sagen, können die Leute alles über mich wissen. Ich möchte mal zusammenfassen, was eigentlich, ja, was ist das eigentlich das Fazit, was Konsumenten angeht oder was Nutzer angeht. Nutzer mögen persönliche Empfehlungen. Die möchten Personalisierung und die möchten auch, dass virtuelle Verkaufsberater sie an die Hand nehmen und ihnen Dinge erklären und sie auch Dinge fragen. Außerdem kommunizieren Nutzer sehr gerne. Das heißt, wir haben ein Problem, wir reden sehr viel von Datensparsamkeit. Aber das Internet ist inhärent ein Medium der Kommunikation und damit nicht der Datensparsamkeit, sondern der Datenvielfalt.
und der Ideenvielfalt. Hinzu kommt, dass Nutzer überhaupt kein Technikverständnis haben, was ja das Beispiel gerade sagte, aber es geht natürlich weit über diese Dinge hinaus. Es geht ja so weit, dass ich glaube, man hat eine Untersuchung gemacht und es sind unter 1% der Besitz, wo ein Cookie abgelehnt wird. Also das zeigt, dass im Prinzip das Sammeln von Daten Usus ist und das liegt zum größten Teil daran, dass Leute überhaupt nicht wissen, was Cookies sind, geschweige denn, dass sie sie abschalten können. Gut, dann kommt natürlich noch hinzu, dass Nutzern die Konsequenzen ihrer Datenpreisgabe überhaupt nicht bewusst sind, zumindest den meisten nicht. Und nun gibt es ja viele Datenschützer, die sagen, naja, wir werden also eine Technologie entwickeln, wo der Kunde komplett geschützt ist und hinterher muss er sich dann, damit Lieferadresse und Profil getrennt sind, seine Produkte an der Tankstelle abholen. Also man versucht eben Nutzer und Profil, also die Adresse, die Lieferadresse zu trennen von den Präferenzen im Kaufort. Aber aus der Konsumentenforschung wissen wir, dass Nutzer, Konsumenten überhaupt keine Lust haben, zur Tankstelle zu gehen, ihre Produkte abzuholen. Sie möchten nämlich ihren Aufwand minimieren und deswegen werden sie auch weiterhin ihre Anschrift preisgeben. Wie kann man sich denn jetzt schützen, wenn man dieses alles vor Augen hat? Wir sind noch in einer ersten Generation des Internet. Wir sind noch lange nicht da, wo wir in 10 Jahren sein werden. Trotzdem, ganz kurz, was kann man heute machen und wo sind die Projekte der Zukunft? Wir haben eine Gesetzgebung. Wir haben eigentlich eine sehr gute EU-Datenschutzrichtlinie. Wir haben in Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz und andere Datenschutzgesetze. Wir haben eigentlich ein sehr großes Schutzschild von um uns herum, um unsere Privatsphäre zu schützen. Aber das Problem ist, dass der Schutz, also dass das, was Firmen eigentlich gesetzlich machen müssen, wird vom Staat nicht kontrolliert. Es gibt auch keine Sanktionen. Der Staat kann sich die Kontrolle von den Firmenpraktiken nicht leisten. Und das heißt, wir haben mit der Gesetzgebung allein haben wir ein gewisses Problem. Hinzu kommt, was nützt es uns, wenn wir in Deutschland oder in Europa wunderbare Gesetze haben, aber wir können sie nicht international durchsetzen. Sprich, dass die USA, und wir kaufen immer häufig unsere Bücher auch in den USA und andere Produkte, welche Gesetzgebung gilt dann? Viele von Ihnen kennen sicher hier die Safe Harbor Abkommen. Das heißt, wir haben aus der EU-Datenschutzrichtlinie hat man bestimmte Kernaussagen herausgenommen, die besonders wichtig sind, und hat dann ein internationales Abkommen mit den USA geschlossen und gesagt, die Firmen, die sich dieser Richtlinie unterziehen, dürfen das auf ihrer Website posten und damit ist eigentlich Privacy schon gewährleistet. Allerdings gab es dann sehr viele Diskussionen in diesem Jahr, ob das stattfindet. Der letzte Stand, muss man allerdings sagen, ist, dass Firmen international dann doch, wenn sie nicht wissen, wie sie ihre Privacy gestalten sollen, dass sie dann auf das Safe Harbor Abkommen zurückkommen und sagen, naja, das ist ein Standard, auf den man sich mal geeinigt hat. Das ist auch wieder ein Vorteil. Dann gibt es die Gütesiegel. Die Gütesiegel sind Siegel, das sind Organisationen, die in Firmen hineingehen, die sich anschauen, wie gehen Firmen mit den Daten um und wenn das in Ordnung ist, dann geben sie zum Beispiel Trustee oder BBB Online, gibt dann Amazon ein Siegel, ja, die Firma geht ordentlich mit den Kundendaten um. Diese Gütesiegel haben aber mehrere Probleme. Das erste ist, dass international anerkannte Gütesiegel, dass man häufig nicht weiß, welches Schutzniveau steckt eigentlich hinter diesen Siegeln. Ganz problematisch ist auch, und da gab es letztes Jahr einige Beispiele für, dass wenn Firmen in Konkurs gehen, plötzlich es auch irrelevant ist, welches Siegel sie mal auf der Seite hatten. Und Daten dann tatsächlich doch verkauft werden. Und letztendlich, und ich glaube, dass es auch ein wesentlicher Punkt ist, der interne Aufwand für Firmen, ein Gütesiegel zu bekommen, ist enorm, weil sie müssen dieser Gütesiegelfirma Zugang zu ihren Datenverarbeitungs- und Sammlungssystemen geben. Und das machen sie erstens höchst ungern und zweitens ist es eben sehr, sehr aufwendig. Das heißt an sich,
also ich persönlich glaube nicht an die Zukunft von diesen Gütesiegeln. Viel interessanter ist eigentlich die Aussage von Lawrence Lessig, Cold is law. Das bedeutet, wir haben Gesetzgebung, aber mindestens genauso wichtig oder fast noch wichtiger ist die Technik. Wir müssen Systeme bauen, die von vornherein datenschutzfreundlich sind. Jetzt gibt es heute einige sogenannte PETs, also Privacy Enhancing Technologies. Ich habe das hier mal ganz kurz zusammengefasst. Man kann also seine Mails verschlüsseln, man kann anonym surfen. Es gibt riesige Projekte, wie man eigentlich sich schützen kann. Aber wir haben mit all diesen Initiativen, die den meisten von Ihnen ja bekannt sein werden, das Problem, dass wenn ich anonym bleibe beim Surfen, dann personalisiert der Anbieter auch nicht das Angebot auf mich. Das heißt, die Leute stehen immer vor dem Trade-off, entweder Personalisierung und persönliche Empfehlung, schnelle Produktsuche, Zeitersparnis oder Anonymität. Was sehr schade ist, denn ideal wäre ja, dass man beides haben kann. Ferner ist es auch so, dass viele dieser Dienste nicht kostenfrei sind. Das wollte ich. Eine Kompromisslösung ist ein Projekt, und es ist sicherlich das von der Industrie am meisten geförderte Projekt derzeit, ist P3P, Platform for Privacy Preferences Project von World Wide Web Consortium, was von über 30 internationalen Unternehmen unterstützt worden ist. Und P3P, das funktioniert eigentlich so, der Surfer legt also in seinem Browser, da gibt es ein Modul, das ist jetzt auch im neuen Explorer schon zum Beispiel drin, gibt er seine Privacy-Präferenzen an. Und Voraussetzung ist dann bei dem Anbieter, also bei der Webseite von beispielsweise Amazon, dass die ein Privacy-Statement haben, was XML-kodiert ist. Und dann findet ein Abgleich statt zwischen den User-Agenten, also zwischen diesen Privacy-Einstellungen und dem Privacy-Statement der Website. Und dann kann eigentlich, dann wird der, das heißt, diese P3P-Technologie, kurz gesprochen, macht es dem Nutzer möglich, dass er nicht mehr diese ganzen Privacy-Statements und die letzten AGBs bis zum letzten Komma und Strich durchlesen muss. Und das macht eigentlich alles dieser User-Agent. Und dann bekommt er sofort zurückgespielt ins Interface, also diese Seite, die du da besuchen willst, die stimmt nicht mit deinen Privacy-Vorstellungen überein. Willst du sie trotzdem besuchen? Das Problem ist natürlich, wenn der Nutzer die Seite nicht kennt und er hat Interesse, die Firma zu besuchen, natürlich geht er dann trotzdem auf die Seite. Das ist ein wesentliches Problem. Das andere Problem ist, wenn Sie in die P3P-Spezifikationen reingehen, mal richtig gucken, was haben die eigentlich gemacht, ja, dann haben Sie das Problem, dass zum Beispiel so ein User-Agent, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, der also die Kunden richtig schön durch die Präferenzen durchführt, da will der Kunde selbst mit den härtesten Privacy-Einstellungen nicht gewarnt werden. Deswegen ist eigentlich zunehmend, und es sind sehr große Projekte international, heute in Deutschland beschäftigt sich damit Herr Pfitzmann und auch Marat Köntop von dem Datenschutzbeauftragten Schleswig-Holstein, die Idee des Identitätsmanagements. Was ist das eigentlich? Die Idee ist eigentlich, dass wir ein anderes Prinzip haben, dass wir nämlich bei dem Nutzer auf dem PDA zum Beispiel einen Agenten haben, der für den Nutzer alles verwaltet und der seine Privacy für ihn managt und der beispielsweise für jede Geschäftsbeziehung ein anderes Pseudonym anlegt, eine andere Identität. Und dann kann der Nutzer also unter einem Pseudonym auf eine Seite gehen und kann dann dort etwas unter diesem Pseudonym kaufen. Alle Personalisierung, die stattfindet durch den Vermarkter, wird auf dieses Pseudonym geschaltet. Was natürlich ein Vorteil ist, denn der Nutzer hat den Vorteil der Personalisierung, ohne dafür seine Identität und seine letztendliche Privacy aufzugeben. Das ist das Problem. Die Frage war, wohin werden die Bücher geschickt? Das hatte ich gerade schon mal angesprochen. Das Problem ist bei diesen Konzepten immer noch der Versand, weil man ja
die Lieferanschrift nicht poolen darf, mit den Präferenzen. Und da kommen dann so Sachen wie, sie können sich ja die Produkte dann an der Tanke abholen. Das ist natürlich ein Problem, weil das werden Kunden nicht machen. Wir haben nur noch einen alternativen Buchladen in Bielefeld, da kann man sich die Sachen abholen. Ja. Also ich möchte nochmal die Kernpunkte dieses Identitätsmanagements zusammenfassen. Speichern der Identitätsprofile, im Nutzerbereich. Das ist eigentlich die Kernaussage. Dann eben die Generation Verwaltung von Pseudonymen. Dann mitprotokollieren, und das ist glaube ich auch wichtig, der Datenweitergabe. Das heißt, es gibt ja in der Gesetzgebung einen Grundsatz, der besagt, Nutzer haben das Recht, dass sie bei den Firmen ihre Daten einsehen können und dass sie sie auch löschen dürfen, wenn sie damit nicht einverstanden ist, was dort von ihnen steht. Das Problem ist aber, in Gottes Namen, wie soll ich denn wissen, was in der Yahoo-Datenbank über meine Person drin steht? Und wenn ich einen Nutzer hätte, der das für mich alles ablehnt und mitprotokolliert, dann wäre das natürlich perfekt. Eine andere Möglichkeit, die aber auch in diese Richtung geht, sind Projekte, die heute am MIT laufen. Das heißt hier in dem Fall MIT Local. Das heißt, man schaut sich an, man dreht im Prinzip den Spieß um. Man lässt die Firmen nicht mehr das Matching von Profil und Produkt machen, sondern man lässt das den Agenten selber machen, also auf der Client-Seite. Und das würde dann so ablaufen, dass der Agent von seinem Nutzer ein relativ aussagekräftiges Profil hat, aber eben unter Nutzerkontrolle, dass er dann auf Basis dieses Profils Produkte in den Produktdatenbanken von Anbietern sucht, dann wird das Produktangebot zurückgespielt auf die Nutzerseite und dann wird dort das Matching zwischen Produkten und Profil gemacht und dem Nutzer wird die Empfehlung gegeben. Das ist sehr schön. Allerdings habe ich das nochmal etwas leichter dargestellt. Das Problem ist, bei diesen Modellen, stellen Sie sich vor, Sie sind Anbieter und Sie haben Produkte in Ihrer Datenbank und irgendwelche User-Agenten kommen und machen Anfragen und wollen von Ihnen im Prinzip Ihr Produktangebot abfragen und das an Nutzer zurückspielen. Dann werden Sie als Anbieter in eine völlig passive Rolle gedrängt. Und das ist etwas, was Firmen überhaupt nicht wollen. Abgesehen von Ihrer Angst vor dem Preisvergleich, den solche Agenten dann natürlich auch dann durchführen konnten, wird einfach die Idee der Kundenansprache und wir bieten dem Kunden etwas an und schauen Sie doch mal, das sind einfach Ideen, auf denen das Geschäft basiert. Und das würden solche Nutzeragenten einfach kaputt machen. Deswegen werden sich Firmen ein Dörbel tun, so eine Technologie zu akzeptieren und ihre Datenbanken für diese Agenten zu öffnen. Dann ist natürlich auch entscheidend, dass die Idee der Pseudonymität, die in dem Identitätsmanagement eine wichtige Rolle spielt, dass die für die Kunden nicht zufriedenstellend, für die Firmen nicht zufriedenstellend ist, weil die Firmen ja identifizierte Daten haben wollen. Gut, und letztendlich ist eine weitere Herausforderung, dass die Kunden in der Lage sein müssen, diese Technologie zu bedienen. Und das haben wir vorhin schon gesehen, dass das ein Problem darstellt. Ja, so weit, so gut. Ich möchte jetzt an meine Kollegen weitergeben. Carsten Pohle wird Ihnen jetzt einiges zu Data Mining erzählen, also zu diesem Mining und Matching, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Und dann kommt Renat Hanks, die Ihnen zeigen wird, wie man im Prinzip mit den Firmen auch mal spielen kann, wenn man ihre Datenbanken durcheinander würfelt. Gibt es noch, bevor wir jetzt mit der nächsten Präsentation anfangen, gibt es irgendwelche Fragen? Ich werde jetzt mal das Mikro geben und dann. Folgende Sache: Wie stehst du zu Permission Marketing?
zu Seth Godin, die Theorien, die dahinter stehen. Und im Endeffekt ist ja so, dass dadurch das Bezahlen, was man vorher durch die Visualisierung von Werbung, Wahrnehmung von Werbung im Internet gemacht hat, dadurch einen Dienst wie Yahoo oder Web.de bezahlt hat, jetzt im Endeffekt ja durch User-Präferenzen, Profiliere, Segmentierung im Endeffekt bezahlt. Was denkst du darüber? Weil im Endeffekt man sich sonst, wenn das nicht mehr läuft, von dem Gedanken des kostenlosen Internets ja mehr oder mehr wegbewegen muss, macht ja FAZ und andere ja auch. Ich gucke mal, ob du ernst gibst. Ich halte das Permission Marketing, das ist im Moment die einzige Möglichkeit, wie Kunden an personalisierte Services herankommen. Sie müssen also dieses aktive Opt-in anklickern, damit sie auch und sich ein Cookie setzen lassen, damit sie diese Services bekommen. Allerdings glaube ich, dass langfristig damit einfach die Gefahr verbunden ist, dass die Firmen sehr aussagekräftige Profile über die Kunden suchen, sammeln können und zusammenstellen können. Und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man Technologien entwickelt und vorantreibt, wo Permission Marketing nicht mehr nötig ist. Beziehungsweise wo von vornherein einfach der User-Agent diese Sachen für den Nutzer steuert. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Du hast vorhin gesagt, 1% der Cookies würden abgelehnt. Nur 1% der Cookies würden abgelehnt. Und hast daraus geschlossen, dass die Privatsphäre keinen kümmert. Also ich nehme zum Beispiel auch alle Cookies an, nach Dev0 natürlich. Also wenn man sie annimmt, heißt es ja noch lange nicht, dass man sie wieder rausgeben würde, wenn sie angefragt werden. Das stimmt, ja. Und trotzdem ist es bekannt, dass auch ungefähr 20 bis 30% der Leute überhaupt wissen, wie man Cookies ausschaltet. Also naja gut, man kann die meisten Systeme gar nicht, also von denen du gesprochen hast, kann man gar nicht bedienen, wenn man keine Cookies akzeptiert. Insofern nimmt man sie halt einfach an und schmeißt sie weg. Das kann man natürlich auch machen, ja. Und dann wollte ich vielleicht noch einen Praxishinweis geben, wie man auch heute sozusagen schon diese mehreren pseudonymen Identitäten realisieren kann, zumindest ganz brauchbar fürs Web. Jeder sollte sich einfach irgendeine Domain besorgen, für die er die E-Mail-Adressen unter Kontrolle hat. Also ich mache das zum Beispiel so, ich habe eine Domain nur für solche Datengräber-Shops im Prinzip. Da legt man sich dann eine E-Mail-Adresse mit genau dem Namen desjenigen, dem man diese E-Mail-Adresse gegeben hat, an. Das hat sich in der Praxis als praktisch bewährt. Ja, wobei man allerdings sagen muss, dass es weniger um Spam geht, sondern vielmehr um die Tatsache, dass hier das kommerzielle Einheiten über sehr aussagekräftiges Kundenwissen verfügen. Das heißt, natürlich macht es mir wenig aus, wenn ich ein paar Mails irgendwo auf eine E-Mail-Adresse bekomme, die ich mir nicht angucke. Aber darum geht es ja im Endeffekt nicht, sondern es geht um Wissen. Ich hätte noch eine Frage zur Studie, ob ihr dort auch geprüft habt, das Lügen. Also ich kann ja auch lügen. Ich weiß ja mit der Zeit zum Beispiel, sie erwarten von mir, dass ich Student bin. Oder sie erwarten von mir, dass ich einen Volljob habe, sonst bekomme ich das nicht. Zum Beispiel bei Handyverträgen oder ähnlichen Sachen in der Schweiz. Jetzt meine Frage ist, habt ihr das auch geprüft, ob die Leute gelogen haben? Also ihr könnt es zum Teil überprüfen. Es gibt natürlich Taten, die kann ich überprüfen, ob ich studiere oder nicht, das geht relativ gut. Aber meine Vorlieben, die kann ich lügen, relativ einfach übers Internet. Es ist schwierig im Laden zu lügen als sonst, ja. Das stimmt, allerdings, wenn man auf eigene Rechnung ein hochwertiges Produkt kauft und man möchte eine Empfehlung, dann ist es absolut kontraproduktiv zu lügen. Noch eine Frage und dann müssen wir weitermachen, weil wir unter Zeitdruck stehen. Ich wollte nur mal fragen, was ist denn die Gefahr von einem gläsernen Kunden eigentlich? Also wenn man jetzt halt mit jemandem argumentiert, dem das vollkommen wurscht ist, also der sagt, ach, dann sollen sie es halt von mir wissen, das macht mir doch nichts aus, dann stehe ich nur hilflos da und denke, ja, was soll ich denn dem jetzt sagen, wie kann man denn dem überzeugen, dass das Blödsinn ist? Also ich habe das im Gefühl, ich weiß, das fühlt sich nicht richtig an, aber das kann ich jemandem nicht sagen, dem das egal ist. Leider.
Also wir machen jetzt weiter mit dem Vortrag von Carsten. Ja, das war meine Antwort leider, weil ich stehe vor dem gleichen Problem und ich weiß nicht, was ich den Leuten sagen soll. Da kommt dann die Debatte auf, muss man die Leute vor sich selber schützen? Und ich denke, das ist wohl so. So, also nun zum zweiten Teil, ich denke, zur letzten Frage bekommen wir vielleicht nachher noch eine Antwort von Rene. Ich möchte mich mal kurz vorstellen, mein Name ist Carsten Pohle, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Handelshochschule Leipzig und dort am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik des E-Business tätig. Was qualifiziert mich, heute hier zu stehen und was zu Data Mining zu erzählen? Data Mining, speziell Web Mining und Text Mining, ist also Forschungsschwerpunkt bei uns am Lehrstuhl. Und meine Chefin, Frau Professor Spilopoulou, kann da also auch international auf ein gewisses Renommee verweisen. Ich möchte in geringfügiger Abweichung von dem im Programm angekündigten Thema weniger über Webmining im Speziellen, im Besonderen erzählen, sondern mich etwas allgemeiner fassen, mal so eine allgemeine Einführung geben ins Data Mining, so eine kurze Einführung in Data Mining. Das ist innerhalb von 20 Minuten eigentlich kaum zu schaffen, aber ich denke, es ist ganz hilfreich, wenn wir versuchen so ein bisschen Schleier über diesen diffusen Begriff Data Mining zu lüften. Deswegen möchte ich versuchen, hier mal zu erläutern, was heißt denn eigentlich Data Mining, was wird denn da gemacht und was kann es einem Unternehmen bringen, was kann es nicht bringen. Ich möchte zunächst mal den Begriff noch ein bisschen näher eingrenzen, motivieren. Dann werde ich so einen Überblick geben über Methoden des Data Mining, was für Analysen man da eigentlich vornimmt. Und am Ende nochmal so ein Anwendungsbeispiel bringen, wo man sieht, welche Daten wir eigentlich benutzen und was kann man aus solchen Daten rausziehen. So. Wozu macht man Data Mining? Der Sarah hat es vorhin schon eingeführt. Ich habe hier auch nochmal so ein paar Buzzwords des E-Commerce oder E-Business, was man so hört, wenn man sich mit E-Business beschäftigt. Profitabilität, Personalisierung, Wettbewerbsvorteile, Diversifikation und so weiter. Das sind alles Herausforderungen, denen sich Unternehmen im E-Business gegenüberstehen. So zumindest die Lehre der Betriebswirtschaft und die Lehre der vielen Unternehmensberater. Und Unternehmen haben also das Problem, dass sie diesen Herausforderungen begegnen müssen. Und ein Schlüssel dazu, um diesen Problemen zu begegnen, ist Wissen. Wissen über Kunden, Präferenzen, Kundenverhalten, Kommunikation mit Kunden, Kommunikationsverhalten von Kunden. Wissen über das eigene Unternehmen, über die eigenen Produkte, über die Produktlebenszyklen, über die Versorgungsketten oder Supply Chains, über Risiken. Das gleiche Wissen möchte man auch gerne über die Wettbewerber in Erfahrung bringen. Das Marktumfeld ist also auch immens wichtig für Unternehmen. Und mit dem Wissen über alle diese Faktoren möchte man also in der Lage sein, sich zu diversifizieren, Produkte zu personalisieren, den Kundenpräferenzen entsprechend Produkte anzubieten, Versorgungsketten zu optimieren, das Risiko zu minimieren und so weiter. Ich denke, wenn die Redundanzen sind zu dem Vortrag von Sarah, will ich nicht entschuldigen. Was ist Data Mining? Data Mining ist der nicht triviale Prozess der Identifikation gültiger, neuartiger, potenziell nützlicher und letztlich verständlicher Muster in großen Datenbeständen. Das ist so die gängige Definition, die sich in der Literatur durchgesetzt hat. Ich will versuchen, in den nächsten 15, 20 Minuten diese abstrakte Definition ein bisschen greifbarer zu machen. Vielleicht kurz zur Geschichte, also Data Mining war schon so Anfang der 90er Jahre mal so ein Hype-Thema, auch in der Informatik, glaube ich, ist dann allerdings doch, irgendwann war es auch wieder out, weil die Leute gemerkt haben, naja, es ist nicht das zu machen, was man möchte. Die ursprüngliche Idee beim Data Mining war, dass man Algorithmen entwickelt, die vollkommen autonom interessantes Wissen aus Daten extrahieren können. Dass es so autonom nicht funktioniert, das hat man dann irgendwann festgestellt und trat eine gewisse Ernüchterung ein.
Man hat das Thema wieder vergraben. Es gab etliche Probleme, warum es nicht funktioniert hat. Die Daten waren teilweise nicht verfügbar. Die Systeme waren nicht leistungsfähig genug für die Auswertung und so weiter. Mittlerweile hat sich die Situation ein bisschen geändert. Wir haben deutlich leistungsfähige Hardware, die es also auch selbst auf Desktops ermöglicht, komplexe Datenanalysen durchzuführen. Wir haben deutlich mehr Daten, gerade jetzt für Unternehmen im E-Business. Die können sich in aller Regel gar nicht retten vor Daten. Wir ersticken in der Datenflut. Und hier soll also jetzt noch mehr Data Mining die Lösung sein. Die Definition hat sich eigentlich so ein bisschen geändert. Man spricht mittlerweile nicht mehr nur von Data Mining, sondern von KDD, Knowledge Discovery in Databases, was das Data Mining als kompletten Prozess auffasst, wo durchaus noch Input von einem Anwendungsexperten dazugehört, der mit der Software iterativ arbeitet. Und so erklärt sich also auch das Data Mining heute doch schon wieder in seinem zweiten Hyperleben. Typische Fragestellungen beim Data Mining sind zum Beispiel, welche Kunden eines CK-Anbieters sind abwanderungsgefährdet oder welche Kunden kaufen tendenziell Produkte eines Spezialkatalogs, dann möchte ich diesen Kunden den Katalog zuschicken. Vielleicht sind es auch ein paar Statistiker unter uns und die fragen sich jetzt vielleicht, naja, schön, da gibt es doch auch in der Marktforschung und in der Statistik Methoden, sowas zu machen. Nur der Unterschied ist einfach der, in der Statistik hat man eine Hypothese, die stellt der Marktforscher, der Analyst auf, sammelt dann Daten und wertet diese Daten mit statistischen Methoden aus und testet seine Hypothese und stellt dann fest, aha, ich hatte recht mit meiner Idee oder ich muss die Hypothese verwerfen. Beim Data Mining soll die Software die diese Hypothesen aufstellen, durch die Analyse der Daten und dann auch die Prüfung dieser Hypothesen vornehmen. Und die Rolle des Analysten ist dann, die Software zu optimieren und den Hypothesenraum einzugrenzen. Das heißt, die Vielzahl der Hypothesen auf die interessanten, für ihn wirklich interessanten Hypothesen einzugrenzen. Wenn ich in eine Datenmenge Analyse bekomme, dann sieht das wahrscheinlich auch viele uninteressante Muster raus, in dem Sinne, dass das Muster trivial ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir im Webmining-Bereich ansehe, ich komme im Internet nur von der Bestellseite zur Bestellbestätigung, dann wird die Mining-Software, wenn ich eine Pfadanalyse vornehme, dieses als häufigen Pfad entdecken, aber das Muster ist ja trivial und birgt wenig Neues. Und das ist dann genau der Punkt, wo der Anwendungsexperte ins Spiel kommt. Das Wissen, was wir in Daten entdecken wollen, das steckt also in einer Vielzahl von Datenquellen. Jan hat dazu auch schon etwas erzählt. Ich habe hier nochmal so eine Übersicht gegeben, welche Datenquellen überhaupt in Frage kommen, was man denn da so analysiert. Das sind also zum Beispiel Customer Transactions, also Kundentransaktionen, Kaufdaten von Kunden, zum Beispiel im Supermarkt, Bon-Daten vom Kassenzettel, der Warenkorb. Pre-Transaction Interaction, das sind Informationen über Verkaufsgespräche beispielsweise, die mit Kunden geführt wurden, oder über Besuch einer Webseite, die der Kunde gemacht hat, bevor er die Bestellung getätigt hat. Das heißt, der Kunde kommt beispielsweise am Montag auf eine Webseite und kauft aber erst am Mittwoch, dann kann es also interessant sein, sich auch diese Pfade des Besuchs auf der Webseite vom Montag anzusehen. Dann haben wir After-Sales-Support, persönliche Daten des Kunden, demografische Informationen, Produktbeschreibung, was sind das überhaupt für Produkte, die der Kunde sich ansieht, welche Attribute haben diese Produkte und ähnliches, öffentlich verfügbare Reports und so weiter. Wer betreibt eigentlich Data Mining? Wir haben bisher hier immer nur von Data Mining im Geschäftsumfeld gesprochen. Ursprünglich kommt Data Mining, weil fast alle Data Mining Algorithmen wurden gar nicht mit irgendwelchen ökonomischen, betriebswirtschaftlichen Zielen im Hintergrund entwickelt, sondern kommt tatsächlich aus anderen Bereichen. Und hier haben wir mal so eine Übersicht von publizierten Anwendungsberichten, die also in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht wurden, mit realen Daten, also nicht mit irgendwelchen generierten Daten durchgeführt wurden, sondern tatsächlich im freien Feld. Und da sehen wir, dass in der Chemie, Biologie sowas angewendet wird häufig, die Geowissenschaften machen sowas. In der Medizin macht man das sehr häufig. Da versucht man mit Hilfe von Data Mining bestimmte Krankheitsbilder zu typisieren, Krankheitsursachen zu identifizieren und ähnliches. Heute ist Data Mining auch aus dem Bereich der Genanalyse, der Molekularbiologie nicht mehr wegzudenken und so weiter. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass tatsächlich die Hauptzahl der Anwendungen im geschäftlichen Umfeld stattfindet, Business-Marketing-Bereich,
Finanzen, Telekommunikationsbereich und so weiter. So. Ich möchte jetzt mal illustrieren, wie so eine Datenanalyse durchgeführt wird normalerweise. Das macht der Data Miner, der jetzt im Kittel vor seinem Rechner sitzt mit dem großen Datensatz und den analysieren möchte. Bevor er sich hinsetzt, wird er erst einmal die Aufgabe definieren, die er macht. Das ist Grundlage einer jeden Analyse. Man überlegt sich einfach, was will ich eigentlich wissen? Überlegt sich dann im zweiten Schritt, naja, mit welchen Daten kann ich denn eventuell diese Aufgabe, diese Fragestellung beantworten? Dann kann man sagen, gucken, welche Daten habe ich eventuell im Haus, in meiner Kundendatenbank? Welche Daten sind am Markt erhältlich, kann ich zukaufen, die ich dann vielleicht verknüpfen kann mit meiner Kundendatenbank? Wenn ich diese Auswahl getroffen habe, dann suche mir die Daten zusammen und bereite diese Daten auf. In der Regel hat man hier verschiedene Datenquellen und es ist keineswegs trivial, zum Beispiel eine Kundenkartei und demografische Daten, die man von einem Drittanbieter zukauft, miteinander zu verknüpfen. Weshalb auch gerade dieser dritte Punkt, die Datenaufbereitung, üblicherweise 80-90% der gesamten Projektlaufzeit ausmacht von einem Data Mining Projekt. Das ist tatsächlich ein enormer Aufwand, was auch mit der Hauptgrund ist, warum Data Mining bis heute eigentlich nur von den so Top 500 Unternehmen durchgeführt wird, die Ressourcen dafür haben für solche Analysen und wo der Return on Investment also auch hinreichend groß ist. Dann, wenn man die Daten hat, dann überlegt man sich, welche Mining-Methode nehme ich, welches Werkzeug möchte ich einsetzen, welchen Algorithmus, zu dem werde ich gleich noch etwas erzählen. Dann wird das Data Mining durchgeführt, die Analyse. Anschließend werden die Ergebnisse interpretiert. Das ist auch wiederum ein relativ arbeitsintensiver Prozess, der erforderlich ist. Weil, wie ich vorhin schon erwähnte, auch beim Data Mining in aller Regel sehr viele uninteressante Muster gefunden werden, die man erstmal raussortieren muss. Das heißt, man muss dann wirklich noch hingehen und häufig die interessanten Muster, die gefunden wurden, raussuchen. Und schließlich guckt man sich an, okay, wie kann ich die Ergebnisse umsetzen, wie kann ich die anwenden, und indem ich beispielsweise eine Mailing-Aktion durchführe. Und wenn man das angewendet hat, dann kann man wieder von vorne anfangen und im nächsten Durchlauf gucken, naja, was hat denn die vorige Analyse gebracht? Das ist so dieser Kreislauf des Data Mining. Welche Probleme kann ich bearbeiten? Lassen Sie sich so in zwei Gruppen einteilen. Einmal kann ich Data Mining betreiben, um meine Daten zu schreiben, Informationen, also eine explorative Datenanalyse vorzunehmen, und ich kann Data Mining verwenden, um Prognoseprobleme zu lösen, um Prognosen zu treffen. Bei Beschreibung gibt es also deskriptive Verfahren, Abgangsanalysen, Assoziation, Gruppenbildung, Klassifikation, Wirkungsprognose. Ich werde zu jeder dieser Methoden jetzt kurz etwas sagen. Als erstes zur deskriptiven Analyse. Das kann man machen, wenn man einen Datensatz noch nicht mehr erkennt, oder das Grundverhalten gar nicht kennt, und sucht erstmal einfühlsame, interessante Beschreibungen für seine Daten, für die Strukturen in den Daten. Wenn ich diese Beschreibung habe, dann muss ich in der Regel hingehen und weitermachen. Das heißt, ich kann mir erstmal angucken, das können einfach Statistiken sein, die ich verwende, wo ich einfach mal sehe, okay, wie viel kauft denn der durchschnittliche Kunde? Oder was charakterisiert meine Kunden? Fahren sie große Autos? Haben sie ein hohes Einkommen? Kaufen sie viel, kaufen sie wenig, kaufen sie immer nur montags? Solche Sachen können ja solche deskriptiven Analysen rauskommen. Ich finde, falls irgendwelche Fachbegriffe drinstecken sollten, die unklar sind, dann würde ich auch inzwischen fragen. Falls zum Beispiel Urlaub oder sowas, ist jemand der Urlaub unklar? Ja. Ja. Urlaub ist einfach Online Analytical Processing. Das ist eine Online Analytical Processing. Das ist ein interaktives Verfahren der Datenanalyse, wo man also Daten in ein Data Warehouse aufbereitet und dann nach unterschiedlichsten Kriterien analysieren kann. Das heißt, ich kann, wenn ich eine bundesweite Supermarktkette habe, kann ich mit Urlaubsverfahren mir ansehen, zeig mir alle Umsätze in der Region Nord, zeig mir dann in der Region Nord alle Umsätze aus dem Monat März, im Monat März zeig mir alle Umsätze in der Produktkategorie Fleischwaren beispielsweise. Ich kann mir so also einzelne Informationen gezielt aus dem Datenbestand raussuchen. Das ist eine Analyse, die mit Urlaubsverfahren unterstützt wird. So, Abweichungsanalysen. Hierbei geht es darum, interessante Abweichungen
der Merkmalsentwicklung innerhalb der Daten zu entdecken. Das kann, das wird häufig gemacht bei großen Datenbeständen und wird zum Beispiel verwendet, wenn man Haushaltspanel-Daten sich überlegt. Ein Haushaltspanel ist eine regelmäßig durchgeführte Befragung bei Haushalten über Konsumgewohnheiten und ähnliches. Das heißt, da gehen dann einmal im Jahr geht ein Marktforscher zu 500 ausgewählten Haushalten und befragt sie über ihre Kaufabsichten, wann sie ein Auto kaufen möchten. Andere Panels, die machen Warenkorbanalysen, da bekommen dann die Teilnehmer so eine kleine Karte, die im Supermarkt regelmäßig vorgelegt werden muss, damit dann quasi permanent der Warenkorb dieses Haushalts protokolliert und zu Marktforschungszwecken ausgewertet. Und man kann also versuchen, in solchen Daten Abweichungen zu entdecken, Trends zu entdecken, feststellen, dass zum Beispiel neue Milchreis von Müller plötzlich einen riesen Boom erlebt, eine starke Nachfrage, das vorher nicht da war, dass also so bestimmte Trends, Moden oder sowas kann man da aufdecken. Eine andere Art der Abweichungsanalyse nehmen Kreditkartenunternehmen vor, die beobachten die Muster der Kreditkartennutzung. Wenn man bestimmte Gewohnheiten hat, beispielsweise dreimal im Monat irgendwas zu haben, seine Kreditkarte zu bezahlen, und plötzlich weicht die Nutzung der Kreditkarte stark ab von diesem Muster, dass beispielsweise mit einem Mal dreimal in der Woche extrem hohe Umsätze getätigt werden, dann kann bei der Kreditkartenfirma so eine Alarmglocke schrillen und sagen, pass auf, die Karte ist möglicherweise gestohlen, da muss man nachfragen, nachfassen. Ja, und das ist dann genau das Problem. Wie tut man solche Mining-Algorithmen, dass solche Fälle noch keinen Alarm auslösen? So, Assoziationsanalysen, da guckt man sich an, wie einzelne Merkmale von Informationsobjekten voneinander abhängen. Zum Beispiel so eine Warenkorbanalyse. Welche Produkte werden häufig zusammengekauft? Wenn man das weiß, dann kann man sich überlegen, okay, ist es sinnvoll, diese Produkte nebeneinander zu platzieren, um den Absatz des zweiten Produktes noch weiter zu erhöhen, wenn das erste Produkt gekauft wird, oder sollte man lieber auseinanderstellen, damit der Kunde möglichst nicht in den Supermarkt laufen muss, wenn er irgendwo als zweites Produkt bekommen hat und eventuell zwischendrin nochmal ins Regal greift. Amazon macht sowas auch, so eine Assoziationsanalyse. Das kennt jeder, bei Amazon war es schon mal gesehen. Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben sich auch für diese Bücher interessiert, und dann kommt eine Liste mit ähnlichen Büchern. Das ist halt dieses Cross-Selling, was der Hartmann schon erläutert hat. Verfahren, die da eingesetzt werden, sind zum Beispiel Korrelationsanalysen oder Assoziationsanalyseverfahren. Ja, und schließlich ist auch noch eine Stichwort Kundensegmentierung. Dahinter verbirgt sich eine Gruppenbildung oder Clusteranalyse. Und hier versucht man, die Kunden zu gruppieren, möglichst automatisch in Gruppen zu gruppieren, zusammenzufassen, sodass dass die einzelnen Mitglieder einer Gruppe jeweils eine maximale Ähnlichkeit zueinander haben, während die Mitglieder verschiedener Gruppen möglichst maximal unähnlich sind. Das ist also, um Kundengruppen zu analysieren. So, schließlich zu den Vorhersageverfahren. Da haben wir einmal die Klassifikation. Das kann im Prinzip auch setzen auf so einer Gruppen, auf so einer Clusteranalyse, so einer Gruppenbildung. Hier kann man beispielsweise versuchen, anhand vergangener Daten erstmal so eine Gruppenbildung vorzunehmen, Kunden, die kreditwürdig sind oder Kunden, die nicht kreditwürdig sind. Dann habe ich zwei Gruppen, die durch bestimmte Eigenschaften charakterisiert sind, und dann eine bestimmte, mit der Kombination dieser Merkmale hängt dann eine Wahrscheinlichkeit zusammen dafür, dass der Kunde irgendwann meinen Kredit nicht zurückzahlt oder nicht. Und diese Informationen kann ich dann nehmen in so einem Klassifikationsverfahren, um neue Kunden, die ich noch nicht kenne, in die Kategorie kreditwürdig oder nicht kreditwürdig einzuteilen. Und bei der Wirkungsprognose, das ist relativ ähnlich dieser Klassifikation. Hier versucht man, unbekannte Ausprägungen eines Merkmals aus anderen bekannten Merkmalsausprägungen abzuleiten. Zum Beispiel möchte ich so meinen Umsatz schätzen fürs nächste Jahr, meine Gewinnaussichten oder das erforderliche Produktionsvolumen. Und dann kann ich hingehen, mir ansehen, was haben denn meine Kunden im letzten Jahr gekauft bei mir, und versuche dann daraus abzuleiten, wie viel sie in dieser Saison kaufen werden. Und kann dementsprechend meine Produktion planen. So, jetzt möchte ich abschließend noch so ein Anwendungsbeispiel bringen
von so einer tatsächlich durchgeführten Analyse. Hier ging es um eine Mailing-Aktion. Und zwar war das ein Buchhändler oder ein Verlag, der ein fertiges Buch bewerben wollte zum Verkauf. Das heißt, er wurde angeschrieben und ihm wurde gesagt, zu bestimmten Vorzugspreisen, also da waren Bestellkupons dran und Ziel war es, möglichst viele von diesen Büchern zu verkaufen. Da sind zwei Fragen zu beantworten bei so einem Vorgehen. Einmal muss ich wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Person reagiert. Und dann muss ich wissen, wie viele der Kunden mit dem höchsten Response-Potenzial sind insgesamt anzuschreiben, um meinen Gewinn zu maximieren aus dieser ganzen Aktion. Und die Methode, die hier verwendet wurde, ist ein Entscheidungsbaumverfahren. Der Entscheidungsbaum sieht so aus, beispielsweise, Kunde ist Student, ja, nein, wenn Student, dann ist er eher ein schlechter Kunde, wenn kein Student, ist er eher ein guter Kunde und dann kann man als nächstes Attribut sich ansehen, wenn kein Student, dann Akademiker, ja, nein, Akademiker kaufen dieses Buch eher, nicht Akademiker kaufen es weniger. Wie geht man vor? Man hat als erstes war es zwei Datenbanken, eine Response-Datenbank und eine Haushaltsdatenbank. Die Response-Datenbank enthält Informationen über vergangene Kaufhistorien von Kunden. Das heißt, da sind diese bisschen demografische Informationen drin, die ich analysieren möchte. Und es ist auch die Information enthalten, der Kunde hat in der Vergangenheit schon mal bei so einer Mailing reagiert oder hat nicht reagiert. Eine Zielvariable. Diese Daten nutze ich, um so ein Modell zu trainieren, diesen Entscheidungsbaum zu berechnen. Das ist diese Klassifikatorerstellung hier oben. Am Ende von dieser Klassifikatorerstellung habe ich so einen Entscheidungsbaum, den ich einen Kundendatensatz geben kann, von dem ich nicht weiß, wird er wahrscheinlich kaufen oder nicht. Und dann hat er verschiedene Merkmale, die in diesem Kundendatensatz enthalten sind, kommt am Ende so ein Scoring raus, okay, der Kunde wird wahrscheinlich kaufen oder wird nicht kaufen. Das ist das Kundenprofil und dieses Kundenprofil kann ich dann im Rahmen der Klassifikation anwenden auf meine Haushaltsdatenbank, in der nur unbekannte Kunden drin sind, weil ich nicht weiß, ob sie reagieren werden oder nicht. Und dieses Klassifikationsmodul erzeugt dann quasi bei diesen Daten die Vorhersage. Verwendet wurden hier folgende Daten. Einmal wurden Personen- und Haushaltsbezogene Informationen verwendet, Haushaltsstruktur, Lifestyle, Alter, Wohnungscharakteristiken, Postleitzahlen, Wohngegend, soziales Umfeld, Interessen der Haushalte, also Auto, Reisen, Tiere und so weiter. Informationen über die Beschäftigung, Einkommen, Beruf, Konsuminteressen, Immobilien, Kreditkartentypen. Ich sage das ganz bewusst, um mal auch zu demonstrieren, was für Daten überhaupt verfügbar sind für das, was mit welchen Daten gearbeitet wird. Und es sind gewiss keine Informationen, die jede Firma in ihrer Kundendatenbank hat. Und ein Großteil dieser demografischen Daten sind tatsächlich am Markt zu kaufen. Es gibt Firmen, wie Sarah es vorhin schon erwähnte, die solche Daten sammeln und für solche Auswertungen zur Verfügung stellen. Das Unternehmen hat für diese Data mal eine Kundendatenbank verwendet. Da standen in erster Linie die Adressinformationen drin und Geschlechtsinformationen über die Anrede. Teilweise hat auch die Kontakthistorie, das heißt, das Unternehmen wusste, bei einem Teil der Kunden der Datenbank, sie haben gekauft, sie haben nicht gekauft. Die ganzen anderen Informationen kommen aus einer mikrogeografischen Datenbank. Dort sind die Merkmale eigentlich jetzt nicht auch pro Person enthalten, weil das ist klar, solche Daten werden enorm aufwendig zu erheben und dann wüsste auch jeder Einzelne, dass diese Daten erhoben wurden. Aber man kann das auf Häuserebene machen. Es sind Zellen mit durchschnittlich 7 Wohneinheiten und dort wurden halt hinterlegt Wohngebietscharakteristiken, Interessen, Einkommen und so weiter. Diese mikrogeografische Datenbank, die ist deshalb dann auch sozusagen außen vor von den Datenschutzbestimmungen, weil sie ja nicht personenbezogen ist. Genau, ganz genau. Um sich zu wehren. Nein, da gab es glaube ich auch, also ich kenne jetzt die Urteile nicht, aber da gab es auch Prozesse drin, es sind also auch bizarre schon weite Firmen durch die Straßen gefahren mit Videokameras, haben Häuser gefilmt, haben dann gesagt, okay, das Haus ist ein Einfamilienhaus, das ist ein Mehrfamilienhaus, das ist ein Hochhaus, haben dementsprechend dann also wirklich von Hand teilweise oder mit Bilderkennungstechniken dann solche Merkmale erzeugt aus diesen Bilddaten. Die nächste Entwicklung wird sein, da gibt es also eine Firma in Sachsen, die jetzt im nächsten Jahr damit starten möchte, die nehmen Satellitendaten und machen einmal im Jahr, fotografieren die flächendeckend die Bundesrepublik, in der ersten Phase, später wollen sie es dann auch europaweit anbieten, lösen normal bis auf 10 oder 20 Meter auf und Planungsfrage bis auf 1 Meter
und benutzen ein Bild, der auch wieder Data Mining mit einer Bilderkennungssoftware, um die Häuser, die sie erfüllen, zu klassifizieren. Das heißt, sie können dann sagen, aha, da ist ein Swimmingpool, also wird wahrscheinlich ein hohes Einkommen haben, da ist eine Müllhalde in der Nähe, es wird wahrscheinlich eher eine preiswerte Wohngegend sein und so weiter. Und auch solche Daten werden dann für solche Data Mining auch zur Verfügung stehen irgendwann. Ja. Das ist also schon eine Sache, die nicht unkritisch zu betrachten ist, denke ich. Gut, aber ja, mit diesen Informationen, die wir hier gesehen haben, ist dann rausgekommen bei der Analyse Folgendes: Man hat erstmal diese Trainingsdaten in mehrere Kundensegmente unterteilt und ein Kundensegment konnte zum Beispiel lauten, das Alter ist größer als 28,5 Jahre, die Zahl der Kinder ist größer als 1,5 und derjenige ist Akademiker. Und alle Kunden, die diesem Segment entsprechen, von diesen Kunden, die diesem Segment entsprachen und den Trainingsdaten, haben 14 von 105 auf das Mailing geantwortet. Das heißt, sie hat eine Response-Rate in diesem Segment von 13,33%, was durchaus wertvolle Information ist, wenn man sich ansieht, dass die durchschnittliche Response-Rate im gesamten Trainingsdatensatz bei 1,86% lag. Das heißt, von 100 Kunden haben nicht mal 2 geantwortet, da haben es 13 getan. Das heißt also offensichtlich tatsächlich ein ökonomischer Wert auch hinter solchen Analysen für die Unternehmen. Insgesamt konnten durch das Anschreiben der 16,5% Haushalte, die das höchste Response-Potenzial hatten, das heißt die einzelnen Kundengruppen, die Segmente, wurden dann geordnet nach der Response-Wahrscheinlichkeit und insgesamt hat man die ersten 16,5% dieser geordneten Reihe angeschrieben. Und durch Anschreiben dieser 16,5% konnte man 70% aller potenziellen Antworter erfassen bereits. Das heißt, man konnte den ganzen Großteil der Leute, die ohnehin nicht reagieren werden und wo man also die Druckkosten zum Fenster rauswirft, die sich eher ärgern, wo sie schreiben, die konnte man rausfiltern. Und monetär drückt sich das so aus, dass durch diese Mailing-Aktion, diese Verkaufsaktion, mithilfe des Data Mining einen Deckungsbeitrag oder einen Gewinn von 228.000 D-Mark erzielt werden konnte in diesem Anwendungsbeispiel. Wohingegen hätte man einfach blind alle angeschrieben, alle Kunden, die man seiner Datenbank hatte, hätte man 277.000 D-Mark Verlust eingefahren, einfach weil man extrem viel Druckkosten zu Fenster rausgeworfen hätte und Porto und ähnliches. Ja. Also das ist sicherlich für eines der, warum Unternehmen tatsächlich so massiv interessiert sind an solchen Datenanalysen und warum der Anspruch so groß und die Datensammelwut so enorm ist, die Sarah vorhin geschildert hat. Ja, damit wäre ich am Ende. Ich fürchte, ich habe ein wenig überzogen meine 20 Minuten, aber vielleicht sagt man dazu, dass es ein Fehler war im Programm. In Wirklichkeit geht die Veranstaltung bis 15 Uhr. Okay, dann bedanke ich mich erstmal, wenn Fragen sind. Ist dieses Data Mining methodisch nicht total unsauber, weil ja aus den Daten die Hypothesen genommen werden und die dann wieder anhand der Daten überprüft werden? Also ich meine, dann prüfe ich ja was ich sowieso schon aus den Daten rausgeholt habe. Das ist doch bei diesem Zyklus, wenn man das ja wieder iteriert. Weil eigentlich sollte man noch so, also idealerweise so ein bisschen naive Hypothesen haben, die man dann nur anhand der Daten überprüft. Gut, man überprüft die Hypothesen anhand der Daten und zieht daraus irgendwelche Folgerungen und nimmt irgendwelche Aktionen vor. Das heißt, man tut etwas, zum Beispiel man schreibt Kunden an. Das ist natürlich beim nächsten Mal, bei dieser Mailing-Aktion, die ich da durchführe, um bei dem Beispiel zu bleiben, sammle ich ja auch wieder Informationen. Da weiß ich also von den Kunden, die ich angeschrieben habe, hat der geantwortet, der hat nicht geantwortet. Und dieses Wissen, das fließt dann wiederum in die nächste Analyse. Das heißt, wenn ich dann meine nächste Mailing-Aktion mache, dann kann ich auf eine größere Wissensbasis zurückgreifen und die dann auch nutzen für mein Mining. Ja, die werden selbstverständlich, diese Daten, die werden immer wieder aktualisiert. Genau wie so Haushaltspanel-Daten auch regelmäßig aktualisiert werden müssen, weil es natürlich also auch Fluktuationen gibt, Leute ziehen weg, neue Leute ziehen hin. So ein Wohnviertel kann von einer vornehmen Gegend absinken oder abfallen, wenn dann hier ein Müllhalde aufgemacht wird beispielsweise. Oder andere Wohngegend wäre plötzlich ganz hip. Prenzlauer Berg, Kolbisplatz zum Beispiel, nicht? Da hätte man also kurz nach der Wende, hätte
hätten Vertreter, die ihre wahre Mühe gehabt, tolle Produkte zu verkaufen. Heute wohnen da sehr viele Singles besser verdienende. Die kommt jetzt gleich, hoffe ich. Ich wollte jetzt also hier tatsächlich erstmal ganz nüchtern nur darstellen, was gemacht wird, welche Daten verfügbar sind. Und ich denke, inwiefern das moralisch ist, sowas zu machen oder nicht, da können wir jetzt gleich noch drüber reden. Hallo? Die Techniken, die jetzt da eingesetzt werden, zum Beispiel eben neuronale Netze oder dieses Korrelationen finden, das ist eine Technik, die sucht in einem extrem multidimensionalen Datenraum nach linearen oder eben antilinearen Korrelationen. Das Letzteres ist, glaube ich, NP-vollständig, oder? Also das ist ja irgendwie eher so eben Richtung Kaffeesatz lesen. Das sind ja Techniken, die entweder eine Komplexität haben, dass sie gar nicht mehr machbar sind, oder eben zufällig Erfolg haben. Man landet mit neuronalen Netzen ja immer nur in lokalen Optima, ob das jetzt die wahre Aussage ist oder eine, die halt nur in diesem kleinen Umfeld richtig ist. Das kann das neuronale Netz ja gar nicht sehen. Man nimmt da ganz oft eine Abwägung vor, zwischen so eine Kosten-Nutzen-Abwägung vor. Und tatsächlich ist es so, dass viele meiner Algorithmen irgendwann eine Abbruchbedingung haben und sagen, nach 100 Iterationen beispielsweise brechen wir einfach ab. Also viele Probleme sind tatsächlich nicht trivial lösbar. Man sagt, okay, die Genauigkeit, die ich an einem bestimmten Punkt erreicht habe, die reicht mir aus, um mit den Ergebnissen was anzufangen. Und ich denke, dieses Beispiel eben, das hat also auch gezeigt, dass man tatsächlich auch mit nicht zwingend optimalen Ergebnissen schon zumindest marginal Verbesserungen erzielen kann. Ich denke mal, ein wichtiger Punkt ist, den man im Hinterkopf haben muss, du brauchst im Management immer jemanden, der schuld ist. Und in dem Fall ist es halt dein beauftragter Data Mining Dienstleister. Du hast keine Fehlentscheidung gemacht, sondern die Zahlen sagten ganz klar, deine Entscheidung war richtig. Und das ist einer der Gründe, warum wir wunderbare Management in großen Firmen haben, die immer noch da sitzen, obwohl sie eigentlich nur mit der Knute rausgetrieben gehörten. Habt ihr den Verkauf eigentlich auch wirklich durchgeführt bei dem Beispiel? Bitte? Wir haben die Studie nicht selber durchgeführt. Ich hatte die Quelle angegeben, also dieses Beispiel habe ich selber der Literatur entnommen. Das wurde auch tatsächlich durchgeführt, ja, das waren reale Daten. Es gibt auch so einen Wettbewerb, wer sich dafür interessiert, data-mining-cup.de. Das ist eine Firma, die stellt Data Mining Software her und führt einmal im Jahr so einen Wettbewerb durch, an dem Studenten teilnehmen können. Da gibt es auch solche Datensätze, mit denen man spielen kann. Da kann man sich auch mal eine Demo-Version von Data Mining Software beschaffen. Die großen Lösungen, die bekommt man da für eine Testzeit, einen Testzeitraum zur Verfügung gestellt. Also SPSS, SAS, Enterprise Miner und so weiter. Wer da Interesse hat, kann sich auch. Bitte? Data Mining Hub mit C. Wer Interesse hat, kann nachher gerne auch mal zu mir kommen. www.google.de Data Mining eingeben, Wettbewerb, ihr findet es. Braucht sich kein URL. Okay, dann gebe ich es gerne ab. Danke. Anrede. Zu der Frage eben, wozu das eigentlich gut ist mit der Kaffeesatzleserei, kann ich ganz klar sagen, da ist ein ganz prägnantes Wort von Carsten gesagt worden, nämlich das Wort Gewinnmaximierung. Und ich finde es sehr wohltuend, das einfach einmal auf einen Punkt zu bringen. An dieser Stelle dient es eben der Gewinnmaximierung des Unternehmens, was dieses Data Mining eben an Firmen verkauft, die glauben, dass sie damit etwas anfangen könnten. Ob das funktioniert, ist eben die andere Frage. Ansonsten geht es um die Gewinnmaximierung der Unternehmen, die diese Daten sammeln. Klare Sache. Jetzt stelle ich mich noch kurz vor. Ich bin Rena Tangens, komme aus Bielefeld, habe den Fürwort mitbegründet, www.fürwort.org, und ansonsten richten wir die Big Brother Awards aus. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausdehnen, da wir heute Vormittag schon mal eine Veranstaltung hatten und ich auch einige Gesichter hier sehe, die heute Morgen auch schon da waren und das frühe Aufstehen nicht gescheut haben. Einsteigen wollte ich eigentlich damit, dass wir bei einem wunderbaren Vortrag von The Dude aus Holland gelernt haben im Social Engineering. Also wenn man an Informationen herankommen will, die jemand an der anderen Seite vom Telefon einem aber nicht mitteilen möchte, dass man sich dann halt ein bisschen anstrengen muss. Und es geht nicht immer so ganz schwer, aber man muss sich was einfallen lassen. Denn der Mensch auf der anderen Seite fragt dann, warum wollen Sie das wissen? Wozu brauchen Sie diese Information? Und The Dude sagte sehr richtig, es ist wichtig, dass man darauf etwas antworten kann. Because. Also es ist ganz wichtig, ein Because zu sagen. Was du danach sagst, ist zweitrangig. Aber du musst einen Grund angeben, warum diese Informationen gebraucht werden. Und diese Technik,
des Social Engineering verwenden Firmen in großem Ausmaße. Und an vielen, vielen Stellen werden uns scheinbar rationale Gründe gegeben, warum etwas notwendig ist. Diese Toilette wird videoüberwacht aus hygienischen Gründen. Ist doch einleuchtend, oder? Die Fragen, die in eurer Untersuchung gestellt wurden, dabei dachten die Leute, dass das irgendetwas für ihre Beratung oder für die Qualität ihres Kaufes bewirken würde. Oder vielleicht noch auf einer anderen Ebene dachten Leute, dass sie damit eine Pflicht erfüllen, wenn sie an diesem wissenschaftlichen Experiment teilnehmen. Also ich führe da auch so ein bisschen den Milgram-Experiment-Effekt mit an, wo die Leute versuchen, halt den Experimentalbedingungen gerecht zu werden und das möglichst gut dieses Spiel mitzuspielen. Und insofern weiß ich nicht, ob diese Ergebnisse unbedingt ganz die Wirklichkeit treffen. Da hier schon sehr viel in betriebswirtschaftlichen Kategorien gesprochen worden ist, möchte ich darauf auch eingehen. Und zwar wichtig finde ich, sich klarzumachen, es gibt nichts geschenkt, jedenfalls nicht von Firmen, jedenfalls nicht dauerhaft und langfristig. Und wir müssen uns an jeder Stelle klar machen, was ist eigentlich der Gegenwert, mit dem wir bezahlen. Wenn wir bei einem Freemailer eine Adresse haben, zahlen wir eben mit einer anderen Währung. Wir zahlen mit der Währung Zeit und Aufmerksamkeit, indem wir Werbung anschauen. Dafür, dass diese Firmen eben ihre Werbung sichtbar machen können, und zwar gezielt auf uns. Es gibt an vielen anderen Stellen so etwas, und das passiert eben auch bei Loyalty Cards, wo ich damit, also wo ich 1% von meinem Umsatz zurückerstattet bekomme, wenn ich meinen gesamten Warenkorb bekannt gebe, samt Adresse und Kontoverbindung. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, dagegen zu argumentieren, indem man einfach sagt, hey Leute, ihr verkauft eure Daten zu billig. Diese Daten sind euer Eigentum. Ne? Ihr macht keinen guten Deal. Also wir könnten Daten oder unsere eigenen Daten als Ware definieren, als unser Eigentum, mit dem wir halt pokern und dealen können. Und ich möchte jetzt erklären, warum das keine gute Art ist, diese Dinge anzusehen. Denn das Problem ist, dass ein Markt nur funktioniert, wenn die Verhandlungspartner eine relativ gleiche Machtposition haben. Und das ist in diesem Fall nicht der Fall. Denn wenn wir ein Angebot nicht akzeptieren, gibt es oft kein anderes, auf das wir zurückgreifen können. Es gibt keine Alternative. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind nicht über die Folgen informiert, wenn sie einen Deal eingehen. Das heißt, sie geben einmal einer Firma bestimmte Dinge bekannt. Sie haben aber keine Ahnung, wie lange die Sachen aufbewahrt werden, wie sie ausgewertet werden, an wen sie weiterverbreitet werden, mit welchen anderen Daten sie noch zusammengeschüttet werden. Also so etwas wie ein Einzelverwendungsnachweis würde man sich auch für Daten wünschen. Außerdem gibt es keine Waffengleichheit bei der Informationsbeschaffung. Wenn wir uns ansehen, wie groß die Marketing-Etats der Firmen sind und wie viel Geld der Verbraucherschutz zur Verfügung hat, dann hat man in etwa eine Ahnung, wie es da um die Gewichtung bestellt ist. Das heißt, es ist auch keine Lösung, für alle alles offen zu legen. Also das ist ja auch eine Lösung, die überlegt worden ist, dass alle Daten von sich transparent machen müssen. Dann würden ja auch die Mächtigen alle ihre Daten offenlegen und dann könnten alle, das ist eine wunderbare Vision von der Gleichheit im Internet, könnten alle darauf zugreifen. Das Problem ist, dass die eigentliche Leistung in der Auswertung besteht und in der Nutzung dieser Daten. Und in welcher Form wollen Einzelpersonen bestimmte Daten nutzen? Es sei denn, es sind diese komischen Datenschutzfundamentalisten, die damit dann merkwürdige Dinge treiben. Aber was haben normale Verbraucherinnen und Verbraucher davon, wenn sie an irgendwelche Daten von irgendwelchen anderen Leuten herankommen? Also der eigentliche Wert besteht in der Akkumulation von Daten. Es hat in den USA auch einen Prozess gegeben, wo jemand über den Eigentumsbegriff geklagt hat, dass seine Daten, also seine Adresse verwendet und verkauft wurde. Und diese Klage ist zurückgewiesen worden mit der Begründung, dass seine eigene Adresse nichts wert sei, sondern dass sie den Wert nur dadurch erhält, dass sie mit den anderen Daten zusammengeschüttet wurde und damit dann verkauft wurde. Und dass durch diese Sammlung ein Wert geschaffen wurde.
Das heißt, ich glaube, der Warenbegriff bei Daten ist untauglich, um damit gegen Datensammlungen zu argumentieren. Ich möchte eher darauf gehen, dass informationelle Selbstbestimmung eben keine Ware ist, die man kaufen kann oder erwerben kann, sondern dass es ein Menschenrecht ist. Und wir haben in der deutschen Verfassung oder in dem Grundgesetz, im Grundgesetz haben wir unter der Würde des Menschen und der freien Entfaltung sind die entsprechenden Rechte halt angelegt und schon im Volkszählungsurteil wird es informationelle Selbstbestimmung genannt, was das Ganze viel besser trifft als Datenschutz. Informationelle Selbstbestimmung bedeutet nämlich zu jeder Zeit zu wissen, wer was über mich weiß. Das ist etwas, was man im alltäglichen Leben eigentlich auch immer ganz von selbst verfolgt. Man erzählt nicht allen alles. Wenn man sich mit Freunden unterhält, unterhält man sich über andere Dinge als mit einem Arzt oder auf dem Sportplatz oder wenn man in einen Buchladen geht. Und man geht davon aus, dass bestimmte Kommunikationspartner bestimmte Dinge über einen wissen. Mir ist es sehr recht, wenn ich in meinen Buchladen gehe und der Buchhändler, der mich dort kennt, weiß, welche Sachen ich gerne lese und sagt, ich habe was Neues, Interessantes reinbekommen, was dich interessieren würde. Meine Horrorvision ist, dass wenn ich in einer anderen Stadt auch in einen Buchladen gehe, mir dort ein wildfremder Verkäufer entgegengesprungen kommt und dann schon weiß, was ich wohl kaufen will. Denn vielleicht möchte ich eine ganz andere Facette meiner Persönlichkeit entfalten und möchte vielleicht auf irgendetwas ganz anderes mich dort informieren. Die Zustimmung, also es ist auch ein anderes Problem, dass die Zustimmung, die erteilt wird zur Nutzung von Daten, wird als eine Wahl zwischen 1 und 0 bewertet. Also entweder etwas ist geheim oder ich gebe es preis, ich mache es öffentlich und dann wird nicht mehr differenziert. Wenn ich etwas einmal bekannt gegeben habe, dann gibt es die Möglichkeit, das halt unbegrenzt weiterzugeben, zu speichern und technisch ist die Möglichkeit sowieso gegeben, aber es wird eben auch so argumentiert, dass wenn ich etwas einmal schon bekannt gegeben habe, dass ich dann auch nicht mehr das Recht habe, das anderen gegenüber zurückzuhalten. Das ist ein Problem mit den Zertifikaten, was ich sehr groß sehe. Wer will überprüfen, was davon eingehalten wird? Das ist ein riesiges Problem. Das ist jetzt schon ein Problem mit den gesetzlichen Bestimmungen. Ich komme ja gleich zu dem Fall Payback. Payback war ja nur ein Fall unter vielen. Der Verbraucherschutzverein, der einen Prozess gegen Payback wegen ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen geführt hat, hat 40 bis 50 Firmen im Web untersucht, ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen, und hat danach 40 bis 50 Firmen abgemahnt, weil bei allen etwas nicht in Ordnung war. Die Firmen haben sich allerdings unterschiedlich verhalten. Viele Firmen haben gesagt, okay, wussten wir nicht, bringen wir in Ordnung. Und nur, also Payback war eben eine der Firmen, die sich dumm und stur angestellt haben und haben gesagt, Edge klagt doch. Haben sie gemacht, haben verloren. Payback hat verloren. Das wollte ich jetzt erklären. Payback ist ein Rabattsystem und zwar nicht mit den alten Rabattmarkenheftchen, wo man doch recht anonym bei seinem Hill oder was auch immer, dann wenn man 300 für 300 Mark eingekauft hatte, konnte man das Heftchen dann hinbringen und bekam dann seine 3% davon im Bar ausgezahlt zurück. Das funktioniert bei Payback ganz anders. Payback ist erstens nicht nur ein Laden, also es werden auch Daten gepoolt. Sarah hatte noch irgendeinen wunderbaren Fachbegriff dafür. Es wird nämlich aus verschiedenen Branchen was zusammengeschmissen. Der Tankstelle, Realmarkt, der Galeria Kaufhof, Apollo Optik, die UFA Filmtheater gehören dazu und viele andere, also aus allen Bereichen des täglichen Lebens. Ja, die Firma Privacy. Das Problem daran ist, dass aus allen Bereichen des täglichen Lebens gesammelt wird und damit vielfältige Daten zusammenkommen zu einem recht aussagekräftigen Profil. Wer war wann wo, hat welche Daten, welche Waren eingekauft und hat sich wo aufgehalten. Das ist schon eine wichtige Information. Die Teilnehmerbedingungen
die bei dem Webformular angeboten wurden. Das ist auch eine Sache der Gestaltung des Webformulars. Code is law ist eine Frechheit, also so wie es vorher war. Es musste ja mittlerweile geändert werden wegen Gerichtsurteil. Das Kästchen war vorangeixt, ich will Informationen zugeschickt bekommen von Ihnen und Ihren Partnerunternehmen. Wenn man es weggemacht hatte und musste danach noch die Adresse ändern, weil man nämlich eine fiktive Adresse angegeben hat und zufällig die Postleitzahl nicht existierte und das wurde halt geprüft. Man sprang also zurück in das Formular und dann wurde gesagt, die Postleitzahl war falsch. Alles andere hatte sich das System gemerkt, aber komischerweise war das Häkchen wieder da mit, ja, ich will Informationen haben. Dann gab es den Punkt, das habe ich auf der Seite. Ja, ganz am Ende musste man gleich zu drei Aussagen seine Zustimmung erteilen. Mit einem Radio-Button. Akzeptiert oder nicht akzeptiert. Das gilt nicht. Wir brauchen etwas mehr Zeit. Ja. Okay. Ich versuch's. Der erste Punkt ist, ja, meine Angaben entsprechen der Wahrheit. Zweitens, ich erkenne die Teilnahmebedingungen an. Man sieht die Teilnahmebedingungen in diesem Moment in einem Briefmarken großen kleinen Fenster. Es sind 6 Seiten A4, die man durch dieses Briefmarken große Fenster dann in diesem Moment durchscrollen kann. Sie sind in Grau. Man kann sie nicht ausdrucken. Und schließlich der letzte Punkt ist, ich bin einverstanden, dass meine Daten, die im Zuge des Payback-Verfahrens anfallen, zu Werbe-, Marktforschungs- und Marketingzwecken verwertet werden, gespeichert und verwertet werden. Gut, ich gehe auf nicht akzeptiert und das System antwortet, wollen Sie den Vorgang wirklich abbrechen? Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, Payback-Teilnehmer über Internet zu werden, also über dieses Internetformular, weil ich da auch nichts durchstreichen kann, sondern das ist halt so programmiert und ich kann gar nicht anders. Das ist einer der Punkte, die dann eben auch moniert wurden. Gestern haben wir bei einem sehr interessanten Vortrag gehört, wenn eine Merkwürdigkeit passiert, ist es Zufall. Wenn zwei Merkwürdigkeiten passieren, ist es verdächtig. Und bei der dritten Merkwürdigkeit kann man von Planung ausgehen. Und das tue ich bei Payback auch. Ja, was fangen wir eigentlich mit diesen Daten an, die da nun anfallen? Der Geschäftsführer Alexander Rittweger hat ein sehr begeistertes Interview für die Fachzeitschrift Werben und Verkaufen gegeben und hat dort ausgiebig erzählt, was sie alles Tolles mit den Daten machen können. Er sagte wörtlich, wir wissen alles über unsere Kunden. Er sagte, wenn Leute Nudeln regelmäßig kaufen, dann können wir ihnen gezielt ein Angebot für Soße machen. Wir können die Sachen halt nebeneinander im Markt stellen, wir können feststellen, ob eine Verpackungsgröße für eine Familie nicht richtig ist, wir können sehen, ob Leute das super Sonderangebot für Pepsi-Cola akzeptieren oder nicht und können die nächstes Mal halt was entsprechend anderes anbieten und so weiter. Das war jetzt die offizielle Werbeaussage. In dem späteren Gespräch mit der Firma wurde gesagt, er macht doch nur Werbung, also das stimmt alles nicht, die Datenschutzbeauftragten sehen das ganz anders, was die Firma macht. Ein reales Beispiel ist dann, was Sie bereits gemacht haben, die für einen Realmarkt im Saarland, der recht schlecht lief, wurde ein Mailing gemacht an alle Payback-Kartennutzer, die noch nicht in diesem Realmarkt gewesen waren, in denen ihnen mitgeteilt wurde, da gibt es diesen wunderbaren Realmarkt, wenn Sie da einkaufen gehen, und zwar innerhalb der nächsten Woche, dann bekommen Sie 100 Payback-Punkte extra. Es sind wohl offensichtlich massenhaft Leute dorthin gefahren aufgrund dieses Mailings. Sie haben zum Teil 30 Kilometer Weg in Kauf genommen, um 100 Payback-Punkte zu kassieren, 1,96 €. Und sie haben sich auch gleich an der Kasse mit ihrer Karte identifiziert, als Leute, die jetzt auf so einen Schnickschnack hereinfallen. Diese Daten sind allerdings äußerst wertvoll. Ich
ich muss nochmal zu dem Wort Gewinnmaximierung kommen, weil ich fand das so wohltuend, denn das ist das, was im Klartext gesprochen wird, wenn zwischen Firmen dann verhandelt wird, über eben diese Dinge. Wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher danach fragen, denen muss man ja auch ein Because sagen. Also, warum wollt ihr das eigentlich alles von uns wissen? Dann wird gesagt, damit wir ihren Bedürfnissen besser gerecht werden können. Ja, wir wollten ja nicht, ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, wir wollen nicht immer nur den Zeigefinger heben und sagen, das ist ein böses System, damit kann man irre Dinge anstellen, man kann forschen, wenn jetzt Herr Schiele auf Ideen kommt, nach, sagen wir mal, nach allen Leuten zu suchen, die zwischen 20 und 30 sind, die in letzter Zeit einen Wecker, Düngemittel, Puderzucker und Bitsbrillen schon gekauft haben. Dann ist diese Datenbank sicherlich auch nutzbar und weckt sicherlich auch Begehrlichkeiten in dieser Richtung. Payback hält sich sämtliche Möglichkeiten offen, oder haben sie zumindest in ihren alten Teilnahmebedingungen. Sie sagen dann zu uns immer, aber wir machen das doch gar nicht, wir sind doch die Guten, wir kümmern uns doch um Datenschutz. Real aber mit diesen Teilnahmebedingungen halten sie sich alle Möglichkeiten offen, alle Daten auf unendlich zu speichern und wie auch immer auszuwerten und weiterzugeben. Ja, jetzt erzähle ich noch ganz kurz was zur Privacy Card. Nachdem wir ursprünglich dann diverse Karten, um dieses System mal auszuprobieren, bestellt hatten auf den Namen Frau Fobot-Ev, haben wir, und diese dann bei unserem dienstäglichen Treffen immer zirkuliert haben. Das Profil dürfte auch interessant gewesen sein. Kam dann Packet aus Berlin auf die nette Idee, wir sollten auch auf alle Karten den gleichen Scancode hinten drauf kleben. Denn meistens wird nur der an der Scannerkasse ausgewertet. Das ist also eine ganz einfache Geschichte. Dann hat man nämlich die 1500 Punkte, die man erstmal sammeln muss, bis man dann sich das Geld zurückerstatten lassen kann, schneller voll. Dann dachten wir, klasse Idee, aber wir machen das gleich richtig, wir machen eine eigene Karte. Und das ist halt diese hier. Ja, diese Karte wurde seit Easter Hack unter die Leute gebracht und wurde auch fleißig genutzt. Das Profil, was dabei entstanden sein dürfte durch diesen Power-User von Payback, der in Berlin bei Europcar ein Auto mietet, dann eine Stunde später im Real in Hamburg einkauft, bei Apollo Optik in München eine Brille sich besorgt und ist bestimmt interessant gewesen. Mich wundert allerdings, dass Payback das überhaupt nicht aufgefallen ist. Wir haben 23.458. Diese Geschichte ist, das wirklich Interessante daran ist, dass diese Geschichte vorher nicht bekannt geworden ist. Also sie ist in unserem Kreis geblieben, trotz der vielen Journalisten, die davon wussten. Wir haben alle gebeten, nicht darüber zu publizieren, sondern erstmal das Projekt funktionieren zu lassen. Also erstmal Punkte sammeln und dann können wir was draus machen. Und dann hat Christiane Schulz-Giardotti es in ihrem Buch veröffentlicht, auf Absprache, weil wir dachten, bis Oktober ist die Aktion bestimmt gelaufen und alles aufgeflogen und überhaupt. War aber gar nicht, sondern es lief munter weiter und nun war aber das Buch raus und danach wurden der erste Artikel dazu geschrieben und danach haben wir das Thema freigegeben und haben allen Journalisten Bescheid gegeben, dass sie jetzt drüber schreiben können, was dann den Effekt einer riesigen Pressekampagne hatte, weil alle in ihren Startlöchern saßen und dann kamen die Anrufe bei Payback und Payback sollte Stellung nehmen zur Privacy Card und hatte keine Ahnung. Die Pressesprecherin sagte, davon wissen wir schon ganz lange, dass dieses Punktekonto wurde vor 2 bis 3 Monaten gekündigt. Wir haben kein Kündigungsschreiben erhalten. Nein, wir haben auch keins in den Papierkorb geworfen. Sie sagten, es sei Missbrauch. Sie konnten auf Nachfrage nicht weiter erklären, außer es würde irgendwie den Teilnahmebedingungen widersprechen, die wir ja sowieso nicht anerkennen würden. Es ist tatsächlich aber in den Teilnahmebedingungen nichts drin, was dieser Nutzung dieser Karte widersprechen würde. Es ist weder illegal, noch widerspricht es den Teilnahmebedingungen.
Insofern haben wir jetzt eine ganz einfache Aktion gemacht. Also Payback hat uns das Punktekonto auf Null gesetzt. Keine Sorge. Also wir haben alle 2000 Punkte, haben wir immer fleißig uns das Geld überweisen lassen auf unser Konto, damit da nichts verloren geht. Die letzten 1000 Punkte, die dann noch drauf waren, in diesem krummen Betrag, haben sie uns tatsächlich dann auch noch überwiesen. Also sie haben jetzt nicht erstmal vorrangig kein Geld uns entwendet, aber sie haben das Konto auf Null geschrieben und schreiben im Moment keine Punkte gut. Wir haben den wunderbaren Anwalt Günther Freier von Grafenreuth jetzt auf Sie angesetzt, der auf Einhaltung des Vertrages Sie hingewiesen hat und Ihre Antwort bis zum 18. Dezember verlangt hat. Die ist auch eingetroffen. Es sind 4 Seiten, wo Ihnen nicht wirklich etwas eingefallen ist, außer dass Sie bereits ja schon am 23.07. gekündigt hätten. Das in der Anlage angekündigte Kündigungsschreiben haben wir dann jetzt zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. Dass das nicht stimmt, können wir daran sehen, dass die, hier steht, die Privacy Card wurde öffentlich beworben und dann Dritte verteilt. Diese Karte wurde erst seit November öffentlich beworben. Insofern kann das Kündigungsschreiben gar nicht zu dem Zeitpunkt verfasst worden sein, wo es angeblich herkommt. In dem Rechtsanwaltsschreiben wird außerdem gesagt, dass es durch einen bedauerlichen Irrtum Sie seit Juli nicht geschafft hätten, technisch diese Karte zu sperren. Und das haben Sie bisher immer noch nicht geschafft. Und insofern, das Punkten geht weiter. Wir bekommen, seitdem die Sache in der Presse ist, wir haben nicht vor, Ausweichkarten zu nehmen, denn wir haben einen gültigen Vertrag abgeschlossen und den möchten wir eingehalten wissen. Und schließlich haben wir wunderschöne Karten angefertigt und selbst wenn wir in dem Vertrag am Ende gestrichen haben, dass wir nicht wünschen, dass unsere Daten verarbeitet werden, so diente das doch vor allem dem Schutz ihrer Datenbasis, dass nicht durch diesen Power-User da irgendwie eventuell ihre Data-Mining-Ergebnisse zerstört werden. Das würde uns doch sehr leid tun. Klar ist es auf alle anwendbar. Wir haben aber absichtlich Payback gewählt, weil es das größte Unternehmen ist, weil sie 13 Millionen Teilnehmer mittlerweile in Deutschland haben. Fokus hat furchtbar schlechte Fotografen. Für dieses Bild haben wir einen Real-Einkaufswagen in den 4. Stock getragen und dann kommt da so ein Foto bei raus. Der Mix an Anbietern, der jetzt gerade bei Payback da sehr stark vertreten ist, zum Beispiel in der Region, aus der ich komme, relativ schwach repräsentiert. Ne? Deswegen wäre eine breitere Streuung auf andere Rabattkartenanbieter doch ganz interessant, auch einkömmlich unter Umständen. Wir haben nicht vor, das zu unserem Beruf zu machen. Wir wollten mit dieser Aktion einmal auf die Problematik aufmerksam machen und auf kreative Möglichkeiten, auch mit diesen Gegebenheiten umzugehen. Kreative Techniknutzung halt. Also wir haben jetzt nicht vor, die Danknote der Firma Aral und anderer herzustellen, obwohl es auch furchtbar einfach ist. Das sind ja nur die Gelddruckmaschinen, die man sowieso im Keller hat. Sonst kann man sich das Leben heutzutage ja gar nicht mehr finanzieren. Das haben wir nicht vor. Ich habe auch nicht vor, mir jetzt die Tickets der Telekom durchzuchecken und dann noch, das ist nicht wirklich unsere Aufgabe. Sondern wir haben uns auf diesen einen Anbieter, der das Glück hatte, dass wir auch über ihn gestolpert sind und ihm auch einen Big Brother Award mal verliehen haben, oder das Pech, ne? Die nennen das eher Pech, nehme ich an. Also auf den Setz gucken wir hin und den gucken wir uns an und den Rest lassen wir wirklich völlig außen vor. Wir bestehen darauf, dass Payback den Vertrag einhält. Ich finde es nämlich wichtig, mit unserer hübschen kleinen Karte mehr Leute auszustatten, damit es ein Datenschutzdenken, Privacy-Denken weitergeben kann. Ich finde es nämlich klasse, jemandem eine Karte in die Hand zu geben oder man kann sie sich bestellen, man kann sie zeigen im Freundeskreis, man kann über diese Karte dann über das Thema wieder reden. Und wir werden sehr darauf dringen, dass wir auch alle Punkte, die jetzt anfallen, während das Konto auf Null steht, uns wieder gutgeschrieben werden. Wir verlangen Rechenschaft über jeden einzelnen Punkt.
Ja. Ganz deutlich. Deshalb, wenn ihr Karte benutzt, sammelt ein paar Quittungen, also nicht alle, wir wollen eure Profile nicht, aber so, wenn ihr dann mitbekommt, dass das Konto wieder funktioniert und läuft, dann wäre es ganz gut, wenn wir ein paar Quittungen geschickt bekommen, weil dann können wir stichprobenmäßig nachvollziehen, und wenn wir dann sehen, hier von dem Haufen 100 Quittungen habt ihr nur zweimal Punkte gebucht, dann können wir gleich hochrechnen, wie viel 10.000 Punkte wir zu kriegen haben, weil Statistik, also Excel kann ich auch bedienen, ne? Ein Prozent bei Real, 3% bei Galeria Kaufhof, wobei Galeria Kaufhof noch den Versuchsballon losgelassen hat, noch vor Fall des Rabattgesetzes 10% anzubieten, innerhalb einer bestimmten Woche für Payback-Karten-Teilnehmer. Und das ist dann per einstweiliger Verfügung Ihnen untersagt worden, sozusagen deutsche Gesetze gelten auch für Firmen noch, wurde Ihnen damit so leicht angedeutet. Aber es ist absehbar, dass dieses Business sehr viel weiter zunimmt. In den USA gibt es kaum noch Supermärkte, die ohne diese Karten agieren. Es ist klar, dass also Supermärkte wie Lidl oder Aldi darauf nicht gehen, weil die mit einem ganz anderen Kundensegment arbeiten und dass die über den Preis arbeiten. Jedem denkenden Menschen sollte klar sein, dass so etwas wie Payback nicht gratis ist, sondern dass der gesamte Geschäftsbetrieb von Payback natürlich finanziert werden muss. Und wer wird es tun, wenn nicht die Kundinnen und Kunden? Das heißt, für jede Ware, die verkauft wird, kassiert jemand weiteres irgendwo im Prozentbereich halt weiter mit. Im Realmarkt ist es mittlerweile so, dass 40% der Einkäufe, die dort getätigt werden, bereits mit der Payback-Karte gemacht werden. Die Margen im Lebensmittelbereich sind sehr klein. Es ist völlig klar, dass diese Rabatte, die anschließend gewährt werden, in den Preis bereits mit einkalkuliert sind. Und damit komme ich zum Punkt. Leute sagen uns, was habt ihr eigentlich gegen diese Karte? Ihr müsst ja nicht mitmachen, ihr müsst die ja nicht nehmen. Wenn man sie nicht nimmt, zahlt man mit. Und zwar für alle Leute, die an so einem Schnickschnack Spaß haben, an allen Leuten, die zu dumm sind, um den Hintergrund davon zu begreifen. Und damit wird ein Standard für alle gesetzt. Privatsphäre kostet, und Privatsphäre wird nur noch etwas sein für Leute, die sie sich leisten können. Und das ist ein Punkt, den wir so nicht akzeptieren. Ich komme zurück zum Anfang. Privatsphäre, informationelle Selbstbestimmung ist Menschenrecht. Und die Payback-Karte ist nicht das absolute Böse, aber wir führen auch auf einem internen Paper von Payback wurde geschrieben, Datenschutzfundamentalisten führen einen Glaubenskrieg gegen Payback. Damit waren wir gemeint. Das ist es nicht. Ich sage nicht, dass diese Firma böse ist. Ich sage nur, dass damit Verfahren und Denkungsweisen hier eingeführt werden, die potenziell sehr gefährlich sind. Die Uhrzeit? Wir müssen raus. Keine Fragen. Voodoo.